Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir natürlich eine ganz große Ehre, hier in diesem Saal sprechen zu dürfen. Hat 3 Jahre gedauert, bis ich zu dieser Ehre gekommen bin, aber ich freue mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen und Ihnen heute Abend ein bisschen über dieses Thema, was mich jetzt seit ungefähr 5 Jahren umtreibt, zu berichten. Ein Thema, an dem ich ausstellend und forschend weiter arbeite, auch in der Zukunft. Und ich möchte Sie da von verschiedenen Seiten her einführen, um eine generelle Frage zu erörtern, nämlich welche Rolle spielt Architektur heute für unsere globale Gesellschaft, also nicht nur für uns, die wir hier in München vielleicht in den gut situierten Wohnungen sitzen, die wir alle ganz gemütlich finden, sondern vielleicht auch, welche Rolle spielt die Architektur für jenen anderen Teil der Menschheit, der im Augenblick vielleicht weniger gute Behausungen hat. Ich möchte den Abend mit einer ganz generellen Frage beginnen. Welche Relevanz, und ich meine damit soziale, gesellschaftliche Relevanz, hat die Disziplin Architektur heute in unserer globalen Gesellschaft? Wenn Sie ins Fernsehen schauen, wenn Sie Architekturmagazine öffnen, ob es jetzt populäre oder Fachmagazine sind, dann sehen Sie natürlich sehr häufig eine Architektur, die da präsentiert wird, die glanzvoll ist, die sehr große Rekorde feiert, immer höhere Wolkenkratzer, wie etwa hier Burj Dubai oder andere Meisterleistungen der Architektur, wie sie in den Magazinen auftauchen. Also hier nur ein kleiner Querschnitt, den ich jetzt mal sozusagen so bei uns in der TU-Bibliothek mal so rausgegriffen habe, von sozusagen Fachmagazinen wie Arch Plus über hier Architectural Digest, eher so eine Art von populäres Magazin. Und Sie sehen hier überall Gebäude, die funkeln, strahlen, ikonischen Charakter entwickeln, die dann sozusagen als Marke auch verkauft werden können, damit sie ganz viel Erfolg feiern. Aber was Sie hier auf diesen Bildern nicht sehen, wenn Sie vielleicht auch gleich bemerkt haben, sind Menschen. Für wen werden diese Gebäude denn eigentlich gebaut? Also hier oben gebe ich jetzt zu, da sind 2 sozusagen Statisten eingebracht, aber sonst, wenn Sie die anderen Magazine anschauen, dann ist es wirklich verblüffend, dass in der Regel keine Menschen auf diesen Bildern drauf sind. Ich war im letzten Jahr bei einer Jury für den BDA-Preis in Berlin und dort gab es einen ersten Rundgang durch 90 Projekte, die dort auf quasi großen Paneelen Fotos erstmal präsentiert wurden. Und dann nach dem ersten Rundgang war die Frage an mich als externen Jurymitglied: Was ist Ihr erster Eindruck? Und ich sagte erstmal zu der Jury, die fast vom Stuhl fiel, sagte: Ich finde es verheerend. Hier sind Schulen, hier sind Kindergärten, hier sind Sportplätze, hier sind Krankenhäuser, hier sind Gebäude, 93 Gebäude waren im Wettbewerb, wie gesagt, und auf keinem dieser Fotos ist ein Mensch zu sehen. Für wen, liebe Architekten, plant ihr eigentlich? Und das war natürlich ein ziemlich starker Moment, aber es ging natürlich dann auch in eine gute Diskussion. Und ich will dieses Thema jetzt gar nicht zu sehr vertiefen und auch nicht zu pauschal behandeln. Es gibt natürlich qualitätvolle Architektur, die gibt es auch hier in München, die gibt es auch an anderen Stellen. Aber es gibt natürlich auch dieses, was Sie alle kennen. Im Grunde dieser Wohnungsmarkt, der jetzt hier am Beispiel Amerika mal zu zeigen, eigentlich ja auch mit der Auslöser war, dass die Wirtschaftskrise von 2008 ausgebrochen ist, weil Wohnungen, diese Einfamilienhäuser zu einer Art von Spekulationsobjekt gekommen sind. Hier hat natürlich der Architekt im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Das sind Grundmuster, die hier einfach von Immobilienentwicklern über irgendwelche Ingenieure weiter verkauft werden. Und daraus ist dieser Markt entstanden, der dann fatal zusammengebrochen ist. Und die anderen Bilder kennen Sie auch.
die Bilder der Favelas, der informellen Siedlungen, ob jetzt in Lateinamerika oder in Indien, ob in Afrika oder in anderen Kontinenten, diese Häuser, die Menschen sich selbst erbauen, an den Hängen folgend, den Materialien, die sie selbst quasi transportieren können, ein Sack Zement und ein paar Ziegel kann man sich gemeinsam auf so einen Berg hinaufschleppen, auf dem es keine Straßen gibt, und kann man sich die selbst errichten. Hier werden sie natürlich auch vergeblich nach einem Architekturbüro suchen, das hier irgendwo tätig wäre, weil das sind natürlich Gebäude, die sich die Menschen selbst bauen, weil hier Architekten weit und breit nicht zu sehen sind. Warum sind sie dann nicht? Weil es hier natürlich keinen Markt gibt, hier gibt es keinen Auftraggeber, deswegen ist hier auch kein Architekt und deswegen bauen sich die Menschen ihre Häuser dort selbst. Sie wissen es auch aus vielen Fernsehsendungen, Zeitungsberichten, die Zukunft dieses Planeten ist eine Zukunft, die sehr stark in den Städten stattfinden wird. Das urbane Wachstum, ich zeige Ihnen hier nur als sozusagen eine von vielen möglichen Folien, das urbane Wachstum, also 5% pro Jahr und mehr, das sehen Sie, wo das stattfindet. Und wir sind natürlich hier in Europa in der Situation, dass unsere Städte nur noch sehr langsam wachsen, wenn überhaupt. Und andererseits haben wir dieses Problem, dass an verschiedenen Bereichen, da müssen wir gar nicht so weit schauen hier von München aus, dass auch schon ganze Landstriche komplett verweisen, weil eben auch hier letztlich wir mit dem System mit dem Problem der Shrinking Cities zu tun haben, dass unsere Städte eher schrumpfen an vielen Bereichen, nur einige Städte wachsen. So wie hier in München vielleicht. Dieses Wachstum ist aber eben auch ein Wachstum, was nicht kontrolliert wird durch Planung, durch von Architekten gesteuerte und, würden wir mal sagen, kulturell vorbedachtes Wachstum, sondern was Sie hier sehen, ist die Statistik der Slum Population, also der Menschen, die in informellen, wie das heute im Architekturbereich immer gern genannt wird, in informellen Siedlungen leben, also das, was wir früher Slums oder Favelas genannt haben. Und Sie sehen, dass es hier Länder gibt, ich sag mal hier in Namibia oder auch hier in Nigeria, wo bis zu 2/3 der Bevölkerung in Slums leben. Also hier, auch hier keine Rede von Architektur, trotzdem schaffen sich die Menschen ihre eigenen Behausungen, weil sie in die Städte ziehen und dort gar keine Systeme für sie vorhanden sind. Und jetzt noch zwei, drei weitere kleinere Bilder zur Abschreckung, bevor ich dann Ihnen sozusagen zum positiven Teil komme. Also hier nochmal eine dieser neuen Städte, die in Angola gerade gebaut wurden. Das ist die Stadt in Vorstadt von in der Nähe von Angola, von Angolas Hauptstadt in Quilamba. Diese neue Stadt ist für 200.000 Einwohner geplant und ist komplett für das Erdöl, was Angola nach China liefert, von chinesischen Planern und Ingenieuren für Angola gebaut worden. Und auch hier würde ich sagen, ist von Architektur nicht die Rede. Und es ist eine sozusagen, da ist kein Geldfluss gewesen, sondern das Öl ist nach China gegangen und die Häuser sind sozusagen mit dem Material aus China, mit den Arbeitern aus China dort in Angola gebaut worden für einen Mittelstand, den es in Angola gar nicht gibt. Das heißt, hier sind für 200.000 Menschen Wohnungen gebaut worden, die noch nicht mal jetzt nach einigen Jahren noch nicht mal zu 10% bewohnt sind, weil sich die Menschen in Angola diese Wohnungen gar nicht leisten können. Also auch hier ein Fall von Fehlplanung, der einfach sicherlich auch zu vermeiden wäre, wenn man hier Architekten im Vorfeld vielleicht mal ein bisschen um Rat fragt. Die Grenzen zwischen dem formellen, also zwischen dem geplanten, von Architekten vielleicht auch, vielleicht manchmal mehr oder weniger schön geplanten Gebäuden und Stadtteilen und den anderen Teilen, der informellen Teilen, die sind also hier die Favela, hier in Paraisopolis, in Sao Paulo. Auch in Sao Paulo gibt es geschätzt ungefähr 15-20% der Bewohner, die von den ungefähr 15 Millionen Einwohnern, die in Favelas leben. Und manchmal leben sie eben nicht weit draußen vor der Stadt, sondern wie Sie hier sehen, das ist ein Bereich, den ich auch besucht habe, leben sie direkt in der Stadt und die
sozusagen Einwohner Sao Paulos, die sich hier leisten können, in einem Hochhaus, wie Sie es hier sehen, jeder auf seinem Balkon einen eigenen Pool zu haben. Die haben natürlich die Menschen, die ihnen den Pool säubern und ihren Garten schneiden müssen, die natürlich von der anderen Seite dieses Zauns kommen, die dort als quasi Schwarzarbeiter dort arbeiten. Das heißt, die Informelle und das Formelle sind auch in solchen Städten wie in diesem Fall Sao Paulo engstens miteinander verknüpft. Und die Ökonomie einer solchen Stadt, ich greife jetzt hier nur Sao Paulo als eines dieser Beispiele heraus, würde nie funktionieren, wenn das sozusagen komplett aufgehoben wäre. Also hier liegen ganz komplexe Fragestellungen vor, und eine der großen Themen von einem Architekten, mit dem ich mich jetzt schon lange beschäftige, mit dem ich auch gearbeitet habe, Teddy Cruz, der arbeitet an der Grenze zwischen Amerika und Mexiko, der zeigt in seinen Darstellungen immer mehr, wie diese Grenze, die eigentlich eine sozusagen der Zaun, dieser Zaun, der zwischen Mexiko und Amerika da gebaut wird, damit keiner sozusagen von Mexiko nach Amerika geht, der wird ja immer höher, wird immer gefährlicher, wird immer schwieriger zu überwinden. Auf der anderen Seite gibt es eben trotzdem die ganze Zeit den Warenverkehr von Drogen und Waffen, die hin und her gehen, und auch die Menschen, die trotzdem darüber kommen. Und Teddy Cruz hat diesen berühmten Begriff geprägt des politischen Äquators. Der sagt, der Äquator zwischen den Ländern, also jetzt hier nur mal aus diesem großen Bild, das er produziert hat, nur den Bereich Europa mal rausgegriffen, den hat er für die ganze Welt gemacht. Und das ist hier sozusagen dieser politische Äquator, der hier eingezeichnet ist. Auf der einen Seite die Menschen, die aus diesen Entwicklungsländern sozusagen versuchen, diesen politischen Äquator zu überwinden. Und auf der anderen Seite hier die Waren, also in diesem Fall eben auch die Waffen, die von der anderen Seite des Äquators darüber geliefert werden. Und das Grüne sind die Geldströme. Viele Länder in Afrika haben ja zum Teil ein Drittel bis zu der Hälfte ihres Bruttoinlandsprodukts aus Auslandsüberweisungen, also zum Beispiel ein Land wie Burkina Faso, von dem wir nachher noch sprechen werden. Das heißt, es sind die Menschen, die außerhalb leben, die dann das Geld zurücküberweisen. Also er zeigt mit dieser Karte letztlich, wie diese Grenzen eigentlich dann doch sehr stark überwunden werden von diesen Strömen. Die Frage nun, was kann der Architekt leisten? Und hier zeige ich auch noch mal ein Titelbild aus einem Magazin The Architect, wie sich die Architekten dann selbst versuchen, immer wieder zu definieren. Also hier sozusagen der Architekt oder die Architektin, die dann im T-Shirt hier kommt, wenn die Katastrophe da ist, um jetzt hier Architecture to the Rescue, hier nun Wiederaufbau zu leisten. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass hier Architekten einfach nur dahin gehen, wo die Krise da ist, sondern dass sie vielleicht mal da schon hingehen, wo vielleicht die Krise noch nicht da ist oder wo sie erst kommt, und vielleicht Planungen leisten, die das verhindern, dass solche dramatischen Situationen stattfinden. Die Frage nun, was können Architekten heute leisten in dieser Gesellschaftssituation, in der immer mehr Menschen in den Slums leben, in der immer mehr Menschen in die Städte ziehen, in der immer weniger letztlich dafür Vorsorge getroffen wird? Sie wissen es auch, die Flüchtlingslager wachsen immer mehr. Es gibt Flüchtlingslager in Jordanien, die bereits über 200.000 Menschen aus Syrien beherbergen. Auch da ist kein Architekt zu sehen. Und warum ist das der Fall? Weil sie einfach ihre Aufgabe an vielen Punkten vielleicht nicht so aufgreifen, wie sie es tun könnten. Es gab vor 15 Jahren in Venedig eine Architekturbiennale, die mit dem Titel angetreten ist: Less Aesthetics, More Ethics. Diese Ausstellung damals hat mich erstmal sozusagen fasziniert als Titel und dann total verärgert, weil ich mir überlegt habe, warum weniger Ästhetik und mehr Ethik, warum sind das ausschließende Begriffe? Heißt es dann sozusagen nach diesem Titel, dass man nur dann ethisch als Architekt handeln kann, wenn man die Ästhetik zur Seite schiebt? Das kann es nicht sein. Und insofern war meine Antwort darauf zu sagen, wir müssen eine Lösung finden, more aesthetics and more ethics zusammen. Es muss zusammenkommen. Und ich bin sozusagen seit 2000 auf der Spur nach Projekten zu suchen, Architekten zu finden, zu recherchieren, die in diesem Bereich
beispielhafte Leistungen bringen und diese beispielhaften Leistungen, dadurch, dass ich an einem Museum eine gewisse Möglichkeit habe, Ausstellungen zu definieren und zu zeigen, natürlich diese Themen an die Öffentlichkeit auch zu vermitteln. Die Ausstellung, die zum ersten Mal dieses Thema in einem größeren, breiteren Feld geöffnet habe, hieß Small Scale, Big Change, New Architectures of Social Engagement. Also es ging mir darum zu zeigen, wo sind die Beispiele dafür weltweit, die zeigen, dass Architekten eben nicht nur abwarten, bis die Katastrophe da ist, sondern dass sie losgehen, selbst Lösungen entwickeln, ganz stark die Bevölkerung mit einbeziehen, sei es bei der Vorbereitung, sei es bei der Konstruktion, sei es auch später vielleicht bei der Pflege und dem Unterhalt eines Gebäudes. Und ich habe für diese Ausstellung 12 Beispiele herausgegriffen, die ich jetzt hier nur im Überblick zeige, ein oder zwei davon, hier die Schule von Francis Carré oder dieses Hochhaus von Lacaton-Vassal werde ich nachher noch ganz kurz Ihnen als beispielhafte Exempel zeigen und Ihnen ein bisschen erläutern, worum es da ging. Diese Ausstellung war im MoMA ein großer Erfolg und hat letztlich auch ein bisschen dazu geführt, dass im MoMA und auch in der Öffentlichkeit in New York darüber nachgedacht wurde, ob nicht vielleicht wirklich der Begriff von Architektur an manchen Ecken vielleicht nochmal neu überlegt werden muss. Ich zeige Ihnen hier einen kleinen Blick in die Ausstellungsräume. Und die 12 Beispiele, die ich dort gezeigt habe, waren natürlich nur eine sehr reduzierte, eine sehr eingeschränkte Zahl von Beispielen. Ich hatte in dem Vorfeld über 2 Jahre, 3 Jahre zusammen mit 2 Mitarbeitern sehr viele Projekte weltweit recherchiert, ausgesucht und bin auch in vielen Fällen hingefahren, um mir die Projekte anzusehen. Denn wie Sie alle wissen, Architekturprojekte, die Sie von Architekten in Magazinen oder in der Zeitung sehen, sehen unter Umständen in der Realität ganz anders aus und das, was ein Architekt verspricht, hält ja oft in der Realität nicht stand. Deswegen war mein Anspruch auch zu sagen, ich muss diese Projekte in der Realität sehen, wie sie funktionieren und ob sie funktionieren, um dann entscheiden zu können, sind sie es denn wert, ausgestellt zu werden. Diese große Zahl, die ich gefunden habe, habe ich eben reduziert auf die 12 und nachdem die Ausstellung dann ein sehr großer Erfolg war, habe ich natürlich von verschiedenen Seiten die Anfragen bekommen und da hieß es, ja, es gab doch sicherlich noch mehr Beispiele und die habe ich dann in einem Buch, Moderators of Change, dann sozusagen erweitert und da waren dann statt 12 schon mal 25 Projekte drin, viele davon, die ich nicht in der Ausstellung auch gezeigt habe und viele noch zusätzlich, die dazugewachsen waren und diese nachhaltige Interesse an dem Thema hat dann dazu geführt, dass das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt und das Architekturzentrum in Wien, die beide gesagt haben, wir wollen auch eine ähnliche Ausstellung haben und daraus haben wir dann noch eine zweite Ausstellung gemacht mit einer eigenen Publikation, Think Global, Build Social. Diese Ausstellung hatte dann wiederum 20 Projekte, die wieder zum Teil neu dazugewachsen waren und sozusagen, um jetzt diese Geschichte der Ausstellungen abzuschließen, diese Ausstellung wird jetzt nun, nachdem sie in 2 Orten in Frankfurt und in Wien gezeigt wurde, wird sie nun noch an 20 weiteren Standorten in einer reduzierten Form vom Goethe-Institut weltweit gezeigt, also von Kairo bis Riga, von Johannesburg bis, ich weiß nicht, irgendwo Kanada, wird diese Ausstellung weiter touren. Also das Thema ist offensichtlich hat ein großes Interesse inzwischen gefunden. Ich habe es einmal hier in München, dann als ich hier kam, 2013, auf eine ganz spezielle Fragestellung etwas sozusagen fokussiert und es war das Thema Afrika. Was passiert da gerade auch in diesem Bereich? Wo gibt es vielleicht die guten Beispiele für eine engagierte, für eine lokal verankerte, für eine Architektur, die jetzt nicht versucht, die Standardlösungen weltweit wieder umzusetzen, sondern vielleicht die vor Ort mit regionalen Gesellschaften arbeitet? Und das war die Ausstellung Afritecture. Vielleicht haben die einen oder andere von Ihnen diese Ausstellung hier gesehen. Wir haben mit dieser Ausstellung auch hier so viel Erfolg produziert und so viel Nachhall bekommen, dass wir jetzt gerade dabei sind, mit einer Konferenz in Afrika daran zu arbeiten, eine zweite Version zu erarbeiten, die dann in 2 Jahren hier wieder gezeigt werden wird. Gut, jetzt möchte ich zum
zweiten Teil kommen sozusagen, nachdem ich jetzt sehr viel über diese quasi das Fehlen von Architektur gezeigt habe und ein bisschen gezeigt habe, wie ich an verschiedenen Punkten über Ausstellungen versucht habe, gute Beispiele zu zeigen, Ihnen jetzt einmal ein paar konkrete Beispiele vorzustellen. Zum Ersten ein Projekt in Burkina Faso von dem Architekten Francis Carré, den Sie vielleicht schon manchmal gehört haben. Der hat hier in Deutschland relativ viel Presse bekommen, als er mit dem Regisseur Christoph Schlingensief zusammen das Operndorf in Burkina Faso geplant hat. Ich werde das Operndorf hier auslassen, weil es ein ganz spezielles Projekt ist, sondern auf das sozusagen Urprojekt von Francis Carré eingehen. Das ist diese Schule, diese Elementary School, also diese Grundschule, die er in Burkina Faso gebaut hat. Und nur zur Orientierung, Burkina Faso ist eines dieser Länder in Subsahara, also hier sozusagen direkt unterhalb der Sahara liegend, eines der Länder, der 10 ärmsten Länder auf der Einkommensskala der Welt, also Durchschnittseinkommen pro Jahr, pro arbeitsfähigen Bewohner ist $1 am Tag. Also das können Sie sich selbst hochrechnen, was das bedeutet. Diese Wirtschaft ist sozusagen fast nicht vorhanden. Es gibt sehr wenig Bodenschätze. Das ist zum Teil auch der Segen dieses Landes. Das heißt, es gibt keine Investoren, die vom Ausland versuchen, dort politischen Einfluss zu nehmen. Auf der anderen Seite ist die Armut einfach so groß, dass es auch bedeutet, es ist eine Analphabetenrate von ungefähr 70%. Also nur 30% der Bevölkerung können überhaupt lesen und schreiben. Bedeutet natürlich auch, dass sie, selbst wenn sie ins Ausland gehen könnten, in Nachbarstaaten kaum eine Chance haben, um sich dort beruflich irgendeiner Form qualifiziert einzubringen, außer eben wiederum in der Landwirtschaft, wo es nicht viel an Wissen braucht. Und das ist jetzt eines dieser typischen Dörfer. Hier ist Francis Carré geboren. Er hat das Glück gehabt, als einer von über 20 Kindern des Dorfältesten, der immer Briefe bekam von der nächsten Stadtregierung und die er nicht lesen konnte, der musste auf den Markt gehen, um sich dort einen Brief vorlesen zu lassen, hat er seinen ältesten Sohn dann auf die Schule geschickt und gesagt, ich habe es jetzt satt, ich möchte jetzt einen, der in der Familie wenigstens lesen und schreiben kann. Das war der Francis. Francis hat dann es geschafft, ich verkürze seine Lebensgeschichte auf 3 Sätze, hat es geschafft, über ein Stipendium nach Deutschland zu kommen, hat mit der Karl-Duisberg-Gesellschaft in Deutschland eine Zusatzausbildung gewonnen, hat in Abendstunden sich hier des Deutschen so weit bemächtigt, dass er hier studieren konnte, ist sozusagen, hat hier das Abendabitur gemacht, also Abendkurse, das Abitur gemacht, hat dann hier in Deutschland an der TU Berlin angefangen zu studieren und in der ganzen Zeit immer wieder durch Taxifahren Geld verdient und an sein Dorf zurückgeschickt. Bis eines Tages seine Architekturstudenten zu ihm gesagt haben, warum hilfst du nicht deiner Familie, indem du deiner Familie eine Schule baust? Da fiel bei Francis Carré der Groschen. Er hat gesagt, stimmt, Geld überweisen hilft ja nicht. Ich habe ja nur meine Qualifizierung nur erringen können durch Schulbesuch, also baue ich eine Schule. Er ging dann los, hat in der TU Berlin eine kleine Verein gegründet, Schulbausteine für Gando, hat eine Kasse neben die Mensa gestellt und hat gesagt, hier stiften, hier spenden. Und als er ein bestimmtes Geld zusammen hatte, hat er auch noch einen Sponsor gefunden und hat angefangen, dort eine Schule zu bauen. Der erste Schock für seine Familie war, als er aufgehört hat, Geld zu schicken. Die haben gesagt, wieso schickst du kein Geld mehr? Er hat gesagt, ich schicke kein Geld mehr, weil ich eine Schule baue. Der zweite Schock war dann, so sieht es dort aus, das ist sozusagen, die Fotos habe ich selbst gemacht, ich wollte wissen, wie es dazugeht. Das ist, wie die Menschen dort wohnen. Der zweite Schock kam dann, als er gesagt hat, wir bauen die Schule aus Lehmziegeln. Die Familie hat gesagt, wie? Lehmziegel, Lehmbau, das ist doch rückständig. Du hast doch jetzt in Berlin Architektur studiert. Wir müssen doch jetzt mit Stahl, Glas und Beton, musst du uns doch jetzt die Schule bauen. Er hat gesagt, nein, Lehm ist das, was wir hier in dieser Dorfgemeinschaft selbst gewinnen können. Das holen wir hier aus dem Boden. Wir können es pflegen, wir brauchen keine Klimaanlagen, wir können es verarbeiten und wir können damit umgehen. Die Familie war sehr schockiert, aber nachdem er der älteste Sohn des Stammeshäuptlings war, hat keiner so richtig sich zu widersprechen getraut. Er hat die Schule gebaut, wie Sie sie hier sehen. Und mit dieser Schule hat er den Aga Khan-Preis für Architektur gewonnen. Aga Khan-Preis ist der höchste Preis der islamischen Welt, der seit 1980
soziales und ökologisches Engagement in der Architektur fördert. Das suchen sie in Europa und Nordamerika weit. Bis sie 1980 gab es noch gar keinen Preis irgendwo in Europa für soziales Bauen. Damit hat er den Preis gewonnen. Es war ein Preisgeld von so viel, dass er sofort mit dem Preisgeld eine Erweiterung der Schule bauen konnte, weil kaum als die Schule stand, hatten sie bereits dreimal mehr Anmeldungen für die Schule, als die Kinder nehmen konnten. Die Schule ist wirklich mit, ich zeige es Ihnen nur hier, haben wir mir auch damals vorgeführt, mit dieser Handpresse, der Lehm wird aus dem Boden geholt, der wird mit Sand vermischt, der wird ein ganz kleiner Prozentsatz, 3 oder 5% von Zement mit untergemischt, damit die Ziegel länger halten. Der wird sozusagen mit Manneskraft, wie Sie hier sehen, werden diese Ziegel gepresst, werden getrocknet, kommen auf die Baustelle, werden verbaut, da wird keine Energie verschwendet, da wird keine Energie verschleudert. Das ist im Grunde nahezu CO2-frei und es wird auch keine Klimaanlage benötigt, weil dadurch, dass die Klassenzimmerdecken getrennt sind von den Dachkonstruktionen, die hier sehr weit auskragen, damit die Sonne die Wände nicht aufheizen kann und der Wind hier durchklimatisieren kann, sind die Zimmer innen kühl und angenehm. Ich war dort, als die Außentemperatur knapp um die 40 war und wenn sie drinnen sind, ist es schattig und hat, sagen wir mal, 33, 34 Grad. Das heißt, sie empfinden es als angenehm und die Kinder sehen es als eine Wohltat, da drin zu sein, weil es ein ruhiger, gut belichteter und schattiger Raum ist, der keine Elektrizität braucht. Das ist alles natürliches Licht, natürliche Klimatisierung und sie sehen, die Klassenstärken sind natürlich etwas höher als hier in Bayern. Das sind 50 Kinder, aber die stehen auf wie eine Eins, als ich da reingekommen bin und sagen Bonjour, Monsieur Le Pic, und die stehen da und die sind stolz und glücklich, dass sie dort eine Schule haben. Was Sie hier sehen, ist schon der Erweiterungsbau, der gebaut werden musste, weil sie nicht genügend Platz hatten. Daraufhin kamen natürlich die Lehrer, die gesagt haben, warum kriegen nur die Kinder die schöne Schule? Wir brauchen da auch Wohnungen für die Lehrer. Das ist zwar der zweite Schritt, dann hat Francis Carré die Lehrerhäuser gebaut. Und das ist der dritte Schritt und der vierte Schritt bereits. Hier wurde dann eine Bibliothek gebaut. Ich habe jetzt leider nur Fotos von der Konstruktion. Das ist inzwischen fertig, das ist eine Bibliothek, weil was macht man mit Kindern, die lesen und schreiben können, wenn sie keine Bücher haben? Also ist auch eine Bibliothek gebaut worden. Und es geht so weiter, die Lehrer haben inzwischen, die stehen sozusagen Schlange, um dort an dieser Schule unterrichten zu dürfen. Die hat den besten Ruf des Landes und die Kinder haben inzwischen gehören mit zu denen, die die besten Schulnoten im Schnitt haben im ganzen Land. Aus einem Dorf, was auf der Landkarte kein Mensch finden konnte, ist heute ein Muster von Erziehung und sozusagen guter Bildung geworden und das ist alles, hat das mit Architektur zu tun und mit einem Architekten zu tun, der nicht gewartet hat auf seinen Auftrag, sondern losgegangen ist und gesagt hat, ich muss was tun, um an dieser Stelle tatsächlich was zu verändern. Und das nächste, was jetzt gerade im Bau ist, ist ein Zentrum für die Frauen. Die Männer dieses Dorfes, das weiß Francis als inzwischen der quasi Dorfälteste, weil sein Vater inzwischen verstorben ist. Die Männer sind meistens im Ausland, die Frauen sind aber zuständig für den Ackerbau, die sind zuständig auch für die Kinderpflege, die sind auch zuständig für die Gesundheit der Dorfbewohner. Das heißt, was fehlt, ist, dass man auch den Frauen eine Art von Grundbildung gibt. Und hier hat sich Francis jetzt sozusagen, das ist jetzt der fünfte oder sechste Schritt inzwischen, dazu entschlossen, hier ein Frauenzentrum zu bauen. Was Sie hier sehen, sind diese wunderbaren Gefäße, die die Frauen aus Lehm machen, um dort ihre Hirse und die anderen Produkte, die Erdnüsse dort zu speichern. Und diese Speicher werden sozusagen jetzt in das Frauenzentrum mit eingebaut, sodass die Frauen ein Zentrum haben, an dem sie auch Unterricht bekommen in besserer Ackerbau und anderen Dingen und zugleich auch vielleicht lesen und schreiben und rechnen lernen können, weil die gehen ja nicht mehr auf die Grundschule zurück. Also dieses alles ist ein System, was Francis Carré aufgebaut hat. Und dieses System führt jetzt eben dazu, Sie sehen, das sind die ganzen Dorfstrukturen, wie sich die sich entwickelt haben, führen dazu, dass die Ausstellung, die ich in München gezeigt habe mit Architecture, sogar hier, also ich sage es jetzt nur an einem Beispiel, hier zu ganz konkreten Folgen geführt hat. Eine private Familie hier aus München hat sich entschlossen, Francis Carré für ein Schulprojekt in Burkina Faso, wo sie auch schon gute Beziehungen hatten, zu gewinnen. Und Sie sehen jetzt hier Francis mit dieser Münchner Dame, die zusammen mit ihrem Ehemann eine ganze Schule für Kudugu, das ist ungefähr 150 Kilometer von Francis Dorf entfernt, gesponsert hat. Und Francis ist jetzt, dieses Foto ist jetzt keine 3 Monate alt. Im Grunde, dieses Projekt ist gerade im Rohbau
und soll im September eröffnet werden. Also hier ist aus einem Projekt ein etwas gewachsen, was immer weitere Ringe schlägt und immer weitere Folgen hat. Und ich denke, das ist sozusagen jetzt mal dieses Musterbeispiel, von dem ich zeigen möchte, so kann Architektur eben auch Menschen, ganze Gesellschaften dauerhaft verändern und sagen wir mal zu einem Guten und zu einer besseren Chance führen. Ich gehe jetzt durch einige andere Projekte weiter. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Projekte aus Afrika, nicht weil ich nur über Afrika sprechen möchte, sondern weil es da sehr gute Beispiele gibt, und zeige Ihnen dann später auch noch einige aus Europa und Nordamerika, damit Sie sehen, es geht jetzt nicht nur darum, dass Architekten nach Afrika gehen sollten, sondern es geht ums Prinzip, wie kann ein Architekt auch an der gesellschaftlichen Situation etwas verändern. Das zweite Beispiel in Ruanda, hier zeige ich Ihnen ein Frauenzentrum, was gegründet wurde von der weltweit agierenden Organisation Women for Women. Das wurde damals ins Leben gerufen von einer Amerikanerin im Zeitalter der Jugoslawienkriege, die darüber nachgedacht hat als Frau, was passiert mit den Frauen, die als Kriegswitwen dort in Ex-Jugoslawien übrig bleiben. Und da sind mehrere Zentren entstanden, über die ich jetzt hier nicht spreche, die aber diese Organisation begründet haben. Und diese Organisation Women for Women arbeitet natürlich bevorzugt immer mit Architektinnen. Und die haben hier in Ruanda, Sie wissen alle, 1994, der große Genozid, was da passiert ist, ist unbegreiflich. 1 Million Menschen in einem Jahr sind dort niedergemetzelt worden und natürlich in der größten Zahl die Männer. Es sind viele Frauen übrig geblieben, die eben auch dort weder lesen noch schreiben konnten, die damit kaum eine Möglichkeit hatten, sich ein vernünftiges Grundeinkommen zu beschaffen. Und Women for Women hat jetzt irgendwann ins Leben gerufen, die Frauen, die dort in Ruanda zum Teil immer noch in der Landwirtschaft sehr, sehr schlecht und unterbezahlt nur vegetieren, denen eine Chance zu geben, ihr eigenes Einkommen aufzubauen. Was sie gemacht hat, das ist jetzt kurz vor der Eröffnung, in diesem Fall habe ich das Gebäude nur sehen können, gerade bevor es eröffnet wurde, aber ich habe geplant, da irgendwann wieder hinzufahren, weiß aber von einigen Leuten, die in Ruanda sind, dass es sehr erfolgreich ist. Was sie getan haben, ist, ein Zentrum zu bauen, in dem Frauen quasi, die ja normalerweise nicht mehr zur Schule gehen würden, einfach dort Kurse bekommen, auch eben lesen und schreiben lernen können, ein bisschen Buchhaltung lernen können, Ackerbau, verbesserte Techniken lernen können. Und was aber das Wichtigste war, dass die Frauen erstmal sich selbst ermächtigt werden, also Empowerment, wie man das in Amerika sagt, ihr ganzes Zentrum selbst zu bauen. Was Sie hier sehen, ist ein Foto, was ich auch selbst gemacht habe, von der Ziegelei, die die Frauen selbst aufgebaut haben. Die Architektin Sharon Davis aus Amerika hatte selbst noch nie Ziegel gemacht, hat aber gewusst, dass es dort in Ruanda gute Lehmschichten gibt, aus denen man Ziegel machen kann. Sie hat mit den Frauen gemeinsam eine Ziegelei aufgebaut und Sie sehen hier, das sind die Ziegel, die wir dort auch gesehen haben. So wird das gemacht, die werden gestapelt, da wird innen drin ein Feuer entfacht und damit werden die gebrannt, sozusagen der Ofen ist selber gleich sozusagen die Form. Und am Schluss, wenn das Ding ausgekühlt ist, nach mehreren Wochen, kann man die Ziegel dann zum Bauen verwenden. Das Women's Center ist tatsächlich da hinten in der Nähe, also gar nicht weit. Es ist alles lokal gewonnen, mit den Frauen gearbeitet worden. Und was Sie hier sehen, sind eben nur als Beweis, das war jetzt wirklich 3 Wochen vor der Eröffnung, die Frauen, die ich da gesehen habe, da waren nur 2 Männer auf der ganzen Baustelle. Das machen wirklich die Frauen selbst. Und was sie dort lernen, ist zu bauen, ihr eigenes Zentrum zu bauen, das dann zu übernehmen. Und Sie sehen, das sind jetzt Fotos, die ich dann bekommen habe von später. Das sind die ersten Sitzungen, die sie da haben. Das greift, das funktioniert. Die Frauen werden jetzt nicht, wenn da mal etwas kaputt ist an der Wand, die werden dann nicht sagen, ich rufe mal bei der Architektin in Amerika an, damit die uns da hilft, es zu reparieren. Sie können es selbst reparieren, sie können es selbst auch wieder Ziegel nachbauen, wenn sie dieses Ding erweitern oder vergrößern wollen. Sie haben etwas gelernt, was ihnen sozusagen Hilfe durch Selbsthilfe, hat man früher gesagt, hier wirklich in einem architektonischen Bereich sehr effektiv und sehr erfolgreich. Was da gemacht wurde, ist, dass eben die Frauen auch hier an dieser Straße, das ist die Straßensituation, eine kleine Marktsituation haben. Das heißt, sie können ihre Produkte, die sie erzeugt haben, dort auf dem Markt verkaufen. Und dieser Markt ist sozusagen, die Marktstände können auch verkauft oder vermietet werden an Händler, die von außen kommen. Da entsteht eine eigene Ökonomie. Und diese Ökonomie beginnt jetzt, also gut ein Jahr, nachdem dieses Zentrum eröffnet ist, zu greifen. Die Frauen haben Jobs, die haben inzwischen sozusagen Unterricht
unterrichten schon die nächste Generation, es geht jetzt weiter und damit ist, glaube ich, auch etwas geschaffen, wo man zeigen kann, dass Architektur mehr ist als nur eine schöne Form, sondern hier ist es wirklich eine Funktion, die als Prozess den Menschen weiter nach vorne bringt. Drittes Beispiel, nochmal Afrika und dann komme ich noch zu dem vierten. Wir sind jetzt in Kenia. Das ist einer der größten Slums, wenn Sie das hier sehen. Das ist in der Mitte von Nairobi, hier ein Slum von ungefähr, sagen wir mal, 2,5 Quadratkilometer Fläche. Hier leben auf, also außenrum sind ganz normale Wohnbebauungen. Hier leben in diesem Slum ungefähr geschätzt, kein Mensch kann es zählen, da gibt es keine Volkszählungen, ungefähr 650.000 Menschen. Und jetzt stellen Sie sich mal eine Stadt vor, ungefähr von der Größe Frankfurts, ohne elektrische Versorgung, ohne Wasserversorgung und ohne, natürlich das Schlimmste, ohne Abwasserversorgung. Stellen Sie sich mal vor, wie eine Stadt von Frankfurt, wenn Sie jetzt von heute auf morgen den Strom, das Wasser und das Abwasser sozusagen abknipsen würden vom Netz. Dieser Slum Kibera sieht so aus, wenn Sie da sozusagen drüber fliegen, ist gar nicht weit vom Flughafen, kann man es von oben erkennen. Und so sieht es dann da aus, wenn man da hineingeht. Wer von Ihnen war schon mal in einem Slum? Mal Hand hoch. Immerhin, doch einige. Gut, dann muss ich sozusagen, dann muss ich nicht alles erklären. Also da gibt es natürlich Straßen, so wie Sie es hier sehen, Straßen, in denen verkauft wird, Verkaufsstände, wie Sie es hier sehen. Da gibt es Obst, da gibt es auch kleine Imbissbuden. Sie sehen, hier gibt es auch Möbelschreiner, die ihre Sachen dort verkaufen. Aber es ist eben insgesamt ein System, was darauf basiert, dass alles, was Sie wegwerfen wollen, dass Sie das sozusagen hinters Haus werfen. Also Sie kennen alle den Begriff der Flying Toilet. Das heißt, das sind die Plastiktüten, die man dann sozusagen im Nachbenutzung dann hinters Haus schmeißt. Und so sieht es da aus. Dieses ganze Gelände hat nur zwei kleine Bächlein, in die alles hineingekippt wird oder geschmissen wird. Und Sie sehen, die Situation sieht so aus. Das können Sie sich jetzt vorstellen, wenn Regenzeit kommt, was dann passiert. Eine Gruppe von Architekten, Architekturstudenten aus Harvard, es waren 5 Architekturstudenten, die zu Recherchen in Nairobi waren, die auch den Slum besucht haben, haben sich überlegt, das kann so nicht angehen. Wir als Architekten oder als angehende Architekten können da nicht einfach wegschauen oder die Nase zuhalten oder drüber fliegen und sagen, das geht uns nichts an. Wir können uns doch mal überlegen, was wir da vielleicht tun können. Was sie gemacht haben, ist, finde ich, sehr wichtig. Sie sind nicht losgegangen in Harvard und haben sich an den grünen Tisch gesetzt und irgendwas gezeichnet, auch wenn Sie hier schon eine Zeichnung sehen, sondern sie sind losgegangen und haben erstmal in dem Kibera-Slum mit den Bezirksvertretern dort gesprochen. Also auch in einem solchen Slum gibt es ja sehr, sehr viele regionale sozusagen Bürgerversammlungen und Bürgervertreter. Und die haben sich dort mit denen unterhalten, haben gesagt, so wie, was ist euer dringendstes Problem? Was können wir, wo können wir als Architekten vielleicht mit anpacken? Und einer der Probleme war, dass an dem Ort, an dem die beiden kleinen Flüsslein zusammenkommen, dass dort regelmäßig natürlich der ganze Unrat aufgetürmt wurde, dass die Flüsse einen Rückstau hatten, dass dieser Rückstau bedingt hat, dass im Grunde der ganze Unrat in die Häuser reingespült wurde. Und die Idee war, können wir nicht diesen Ort, an dem die Flüsse sich immer rückstauen, vielleicht mal gemeinsam mit der Gemeinschaft aufräumen, kanalisieren, dafür sorgen, dass das Wasser wieder abläuft und zusehen, dass es vielleicht auch in der Zukunft mal andere Möglichkeiten der Toilettenversorgung gibt. Natürlich lässt sich so ein Problem nicht von heute auf morgen lösen. Sie sehen, hier sind verschiedene Ansätze überlegt worden. Es ist die Gemeinschaft eingebaut worden und das ist jetzt das gleiche Grundstück, wo Sie vorher das Foto gesehen haben, sozusagen danach. Die haben die Flüsse mit solchen Gabionen stabilisiert, sind einmal mit der ganzen Dorfgemeinschaft sozusagen in diesem Bereich losgegangen, haben den ganzen Unrat zusammengerecht, haben das Ganze abfahren lassen zu einer richtigen Müllentsorgung und haben das dann geschaffen, dass dieses Grundstück, was immer überspült war, für die Dorfgemeinschaft als eine Art von Community-Zentrum, also ein Gemeindezentrum mit Unterrichtsräumen, mit einem, hier die Dächer sammeln alle das Wasser, da ist eine Zisterne gebaut worden,
wo das Wasser gefiltert und verkauft werden kann. Es gibt nichts Teureres in einem Slum als sozusagen sauberes Wasser. Eine Flasche Mineralwasser im Slum kostet 10-mal mehr, als wenn Sie im Supermarkt in der Stadt gehen. Und die haben gesagt, okay, dann schaffen wir auch für diese Dorfgemeinschaft, die hier diesen Platz freigeräumt hat, ein Einkommen. Hier gibt es jetzt eine Art von Versuchsgärtnerei. Hier gibt es Wasser, was verkauft wird. Hier gibt es eben Unterricht. Und auch hier ist mit relativ wenigen Mitteln, aber mit der eigenen Kraft, mit der Power dieser Community was geschaffen worden, was dort nachhaltig gewirkt hat. Und das hat so weit gewirkt, dass die Studenten, nachdem sie zurück waren in Harvard, im Grunde schon ein Vierteljahr später von den Dorfgemeindevertretern sozusagen in Kibera flehentliche E-Mails bekommen haben und gesagt, kommt doch bitte wieder, könnt ihr nicht noch ein anderes Projekt realisieren? Und das ist jetzt das zweite Projekt, was ich Ihnen hier zeige. Da haben Sie eine sozusagen Bezahltoilette realisiert, die Sie hier sehen, sozusagen um hier, die haben auch hier wieder den Fluss stabilisiert. Das wird also dann auch wieder jetzt in der Zukunft gelegentlich wieder aufgeräumt. Das ist halt ein sehr langer Prozess, aber mit dieser Bezahltoilette, die einem Pächter dazu hilft, dass er dort ein Einkommen generiert, wird natürlich für einen bestimmten Kreis von Leuten hier schon mal eine gewisse Erleichterung verschafft. Und an einer Ecke, das haben die Studenten sich dann ausgedacht, haben sie sogar aus übrigem Bauholz, was sie noch gefunden haben, einen kleinen Spielplatz gebaut, der sicherlich nicht den deutschen DIN-Normen entspricht, aber Sie sehen, die Kinder freut es trotzdem. Und als ich dort war, also das Foto gemacht habe, hat man gesehen, das ist das, was natürlich den Kindern am meisten fehlt, ein Ort, an dem sie wenigstens einigermaßen sauber miteinander sich treffen können, sich unterhalten können, spielen können und hier einen Platz haben, den sie für sich haben. Und ich denke, auch hier sind oft die kleinen Dinge, small scale, die manchmal in dem Bewusstsein dieser Menschen eine Veränderung schaffen und vor allen Dingen hier natürlich auch ein Bewusstsein dafür, dass Architekten eben nicht nur die sind, die die glitzernden Hochhäuser bauen. Also hier noch die Rückseite dieser Toilettenanlage im Vorbeigehen und dann an der anderen Seite haben sie noch Verkaufsstände geschaffen, sodass also auch hier diese Marktsituation, diese Verkaufssituation dort den Leuten hilft. Letztes Beispiel aus Afrika, weil es hier nochmal im Grunde eine Art von Transfersituation gibt zwischen Europa und Afrika in einer anderen Sorte, vor allen Dingen eben mit hier mit der TU München. Da möchte ich sozusagen ein bisschen Eigenwerbung hier nochmal machen. Die Kinder, die in diesen Slums wie in Kibera aufwachsen, die finden in der Regel noch irgendeine Form von Grundschulbildung. Die Eltern sorgen dafür, dass sie in irgendeine Grundschule kommen, weil es in Nairobi nicht so schwer ist, eine zu bekommen. Und auch für die Slum-Kinder gibt es da Versorgungsmöglichkeiten. Das Problem ist, dass sie dann danach keine weitere Ausbildung mehr bekommen. Und hier hat ein Soziologe aus Nairobi, Jimmy Kilonzi, hat bei einem Kongress in Nairobi eine Politikerin der Grünen aus Bayern, Ruth Paulik, getroffen und hat gesagt, er möchte gerne was für die Slumkinder tun, was den Slumkindern die Möglichkeit gibt, nach der Grundschule wenigstens ein Handwerk zu lernen. Ruth Paulik hat gesagt, ich habe jetzt kein Geld zur Hand, aber was wir tun können ist, wenn er ein Grundstück findet, könnte sie einen Architekten vermitteln und vielleicht noch zuschauen, ob sie zusätzliches Sponsoring findet. Gesagt, getan, der Soziologe, der irgendwann es leid war, immer nur Bücher über das Leid der anderen zu schreiben, hat gesagt, jetzt packen wir es an, hat mit seiner Frau ein Grundstück draußen vor Nairobi gekauft, hat dem Landeigentümer behauptet, er würde da sein Haus drauf bauen, hat also ein bisschen geschwindelt, weil er wusste, dass wenn er dem Landeigentümer sagt, er will da ein Zentrum zur Ausbildung von Slumkindern bauen, dass er das Grundstück vielleicht nicht kriegt, hat es dann angefangen, sozusagen mit diesem Grundstück, hat er die Ruth Paulik wieder angesprochen, hat gesagt, ich habe jetzt ein Grundstück, Ruth Paulik ist zu Hermann Kaufmann, meinem Kollegen von der TU München gegangen, der hat mit seinen Studenten ein Studentenprojekt draus gemacht, eine Schule zu bauen. Und so ist das Ganze entstanden. Sie sehen jetzt hier die Studenten aus München, die dann gemeinsam mit den Handwerkern und auch den quasi schon bereits den Slumkindern aus Nairobi zusammen diese Schule mit errichtet haben. Und das ist Jimmy Kilonzi, der hier, Sie sehen, den habe ich selbst fotografiert, der hier natürlich sagt,
Das ist ein ganz klarer Weg, um den Kindern zu zeigen, wie geht's weiter, wie können wir da aus diesem sozusagen aus dieser Situation uns selber herausholen. Das sind die Klassenräume für die Schreiner, die da gebaut wurden. Das ist natürlich hier auch sozusagen von mir selbst fotografiert im laufenden Betrieb. Sie sehen, das ist nicht irgendein faules Versprechen von irgendeiner Organisation, sondern das ist wirklich im Betrieb. Und hier hat man festgestellt, jetzt nachdem das so gut läuft, dass Jimmy Kilonzi mit dem Landeigentümer, der ihm das eine Grundstück verkauft hat, jetzt, der ist so begeistert von dem Projekt, dass er ihm das andere sozusagen auch noch zu einem Sonderpreis angeboten hat. Und diese Schule wird jetzt verdoppelt. Und Hermann Kaufmann wird jetzt sozusagen mit seinen Studenten daran arbeiten, dass dieses ganze Projekt weitergeführt wird. Also auch hier nur hier das ganze Team. Sie sehen auch hier schon, das sind die ganzen Kinder aus dem Slum, die jetzt Elektriker lernen, die lernen dort Schreiner, die lernen dort Maurer, die lernen dort alle möglichen Handwerker, die Mädchen meistens dann Dinge wie Schneiderei und die sind dann für 6 Monate in dieser Schule, kriegen eine Grundausbildung. Jimmy Kilonzi vermittelt sie dann an Betriebe, wo sie 3 Monate oder nochmal, ich glaube 6 Monate nochmal eine sozusagen praktische Erfahrung gewinnen und dann kommen sie nochmal 3 Monate zurück, um dort dann ein richtiges Zertifikat, wie so eine Art von Prüfschein zu bekommen, um dann wirklich ein eigenes Handwerk ausüben zu können. Also auch hier spielt natürlich dieses Gebäude eine ganz zentrale Rolle. Die Kinder haben zum ersten Mal in ihrem Leben im Grunde eigene Räume, können auf einmal sehen, wie sie da als Gemeinschaft auch was bewirken können und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. So, und jetzt machen wir mal den Sprung quasi weg von Afrika. Jetzt komme ich noch mit 3 Beispielen, die jetzt sozusagen nicht in Entwicklungsländern sind, sondern eigentlich schon eher industrialisierten Ländern oder auch in Europa liegen, damit Sie sehen, das geht nicht nur darum um Entwicklungshilfe, sondern es geht darum um die Rolle des Architekten in unserer globalen Gesellschaft und die kann man auch an anderen Orten wahrnehmen. Hier zum Beispiel möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten noch schnell was erzählen über diese Projekte in Chile. Hier hat ein Architekt Alejandro Aravena gesagt, wie können wir sozialen Wohnungsbau in der Zukunft neu denken. Die Stadt Iquique, die liegt ungefähr 3 Stunden nördlich von der Hauptstadt in Chile, die haben dort ein Programm aufgelegt, haben gesagt, wir wollen sozialen Wohnungsbau auflegen, wir haben aber im Grunde nur für Grundstück und Haus, wir können den Bewohnern, den zukünftigen Bewohnern nur $5.000 anbieten. Der Architekt hat erstmal gesagt, $5.000, da fehlt wohl eine Null. Und hat die Stadt gesagt, nee, mehr kann es nicht geben, wir wollen für 100 Familien jeder $5.000 Kredit geben und dafür sollen die ein Haus bekommen. Alejandro Aravena hat, der diese Firma Elemental gegründet hat, gesagt, okay, jetzt muss ich mal nachdenken. Ein ganzes Haus geht nicht für $5.000, dann bauen wir einfach ein halbes Haus. Warum ein halbes Haus? Sie sehen, das sind die Diskussionen, die er hier geführt hat mit den zukünftigen Bewohnern. Er hat gesagt, ein halbes Haus, das ist also hier im Grunde die halbe Konstruktion, ist jeweils ein Haus, immer unten bekommt jemand ein Element, oben bekommt jemand ein Element und das führt dann hinauf. Er hat gesagt, dieses Haus, wir bauen nur, Sie sehen jetzt, ich verkürze es ein bisschen, wir bauen nur die rohe Konstruktion. Die Menschen bekommen eine Konstruktion, die, wenn sie bis zu dieser Höhe reicht, auch die normale Erdbebensicherheit gewährleistet. Alles andere ist so gebaut worden, dass die Menschen, die da einziehen, sich das Haus selbst ausbauen können. Da sind nicht mal ein Badezimmer drin, nicht mal eine Badewanne. Er sagt, die Menschen, die in diesen sozial schwachen Regionen leben, die kennen immer jemanden, der ihnen das zu einem günstigeren Preis macht, als wir das als Architekten tun können. Und zum anderen, sie können es dann selbst nach ihren Wünschen und Möglichkeiten gestalten. Und was ich Ihnen jetzt zeige, wenn Sie jetzt genau aufpassen, ist sozusagen, so sahen die Häuser aus, bevor sie an die Bewohner, diese 100 sozusagen Musterbewohner übergeben wurden. Und so sah es dann nach wenigen Monaten aus. Die Menschen haben sofort, sind die zum Baumarkt gegangen, haben sich die Träger geholt, haben das ausgebaut, haben Zimmer eingebaut, die sie dann vermieten konnten, haben von der Miete, die sie eingenommen haben, wiederum ihre Kredite abbezahlt. Und am Ende waren die meisten dieser 100 Wohnungen nach weniger als 5 Jahren komplett abgezahlt. Das heißt, die Menschen hatten jetzt plötzlich Eigentum. Sie haben selbst sogar Miete erzielen können. Und dieses Eigentum konnten sie jetzt nun wiederum, damit konnten sie jetzt auch zur Bank gehen, Kredite aufnehmen und eigene
landwirtschaftliche Unternehmen gründen. Vorher waren sie immer bedroht als sozusagen Bewohner informeller Siedlungen von Abräumung, Zwangsräumung und Verlust ihres Eigentums. Also hier finde ich auch ganz tolles Beispiel, wie ein Architekt ein ganzes System verändert. Und hier noch zwei letzte Beispiele, wie so etwas auch in Europa funktionieren kann. Sie sehen hier einen Wohnturm aus den 60er Jahren an der Stadtautobahn von Paris. Wenn Sie vom Flughafen reinfahren, sehen Sie ihn. Heute sieht er so aus. Dieser Wohnturm war in den 70er Jahren schon mal saniert worden, relativ schlecht, ist dann immer weiter heruntergekommen. Man hat geglaubt, man müsse das Ding abreißen. Zwei Architekten, Lacaton Vassal, haben gesagt, nein, halt nicht abreißen. Sie haben mit der Stadt Paris ein Abkommen gemacht, dass sie beweisen durften, dass das Abreißen so eines sozialen Wohnungsbaus viel teurer ist, als diesen Wohnungsbau so zu sanieren, dass er deutlich bessere Wohnqualität bringt, dass er die Menschen auch dort, dass sie dort wohnen bleiben können. Und geschafft haben sie es, wie Sie hier sehen an diesem kleinen Modellfoto, mit einer Art von vorgehängter Fassade, also das ist sozusagen vorher, nachher, mit einer vorgehängten Fassade, wo die Innenfassade dann später abgerissen wurde, sodass die Menschen Sie sehen es hier im Bau, dass die Menschen dann, so sieht es jetzt aus, Balkon und Wintergarten bekommen haben. Sie haben 15% im Schnitt mehr Wohnfläche bekommen, was natürlich gut möglich war, weil hier unten das Haus nicht an der Straße steht, sondern einen eigenen Park davor hatte. Sie haben 15% Wohnfläche, durften in den Wohnungen drinbleiben, mussten also nur innerhalb des Hauses manchmal umziehen während der Bauarbeiten. Sie sind da drin geblieben, der Wohnwert ist gesteigert worden und hier ist eine soziale Gemeinschaft, die in diesem Haus vorher da war, extrem gestärkt worden, die Mieten sind nicht gesteigert worden und die Stadt Paris hat letztlich eigentlich einen Gewinn gemacht, weil es 50% teurer gewesen wäre, dieses Haus abzureißen, die Bewohner umzusiedeln, um sie dann später wieder woanders hinzubringen. Insofern hat die Stadt auch noch ihr Geld damit verdient. Also auch hier, der Architekt hat durch gezielte, kluge Planung und eben nicht mit der Absicht, ein eigenes neues Projekt hinzustellen, sondern das alte zu bewahren, eigentlich eine kluge Lösung gefunden. Und jetzt noch das letzte Beispiel, noch etwas näher dran. Wir sind hier sozusagen jetzt in Wien. Hier gab es ein Haus aus dem Biedermeier, 17. Jahrhundert, was unter Denkmalschutz stand und über 30, 40 Jahre so aussah, wie Sie es hier sehen. Es konnte kein Investor damit etwas anfangen, weil hier unten haben Sie 2,30 Meter Deckenhöhe, dann haben Sie hier nur noch 2,20 Meter und hier nur noch 1,80 Meter Deckenhöhe. Und hier wollte kein Investor dieses Haus haben, weil hier kein Architekt kann an so einem denkmalgeschützten Haus etwas machen. Was ist passiert? Der Architekt Alexander Hagner, der sich seit über viele Jahre mit dem sozialen Bauen beschäftigt hat, ist zu einem großen Immobilienentwickler gegangen, von dem er wusste, dass er immer schon bestimmte soziale Spenden gegeben hat, gesagt, jetzt sollst du nicht Geld spenden, sondern kauf dieses Ding und ich baue es dir um. Was hat er gemacht? Er hat dieses Projekt Vinzirast, das ist ein sozusagen Vinzirast, das ist schon ein Begriff, den gibt es in Österreich schon länger, die kümmern sich um Obdachlose und er hat mit dieser Organisation Vinzirast zusammen ein Projekt entwickelt, Sie sehen es jetzt nach der Fertigstellung, wo hier unten sozusagen ein Restaurant, das sehen Sie gleich, eingebaut wurde, was von Obdachlosen betrieben wird. Er hat Studenten, die in Wien genauso händeringend Wohnungen suchen wie hier in München, Studenten dazu ermuntert, zusammen mit den Obdachlosen Wohngemeinschaften einzugehen. Und das ist da passiert. Das ist jetzt sozusagen ein Wohngemeinschaftshaus zwischen Obdachlosen und Studenten. Beide zahlen die gleiche Miete für den Anteil an der Wohngemeinschaft, damit die Studenten die Obdachlosen auch anständig behandeln und nicht sagen, geh doch du mal abwaschen, du zahlst hier eh nichts. Also sie zahlen das Gleiche. Die Obdachlosen haben jetzt nun eine Adresse, mit der sie auch wieder plötzlich irgendwo mal Arbeit anmelden können oder sowas finden können. Und das Ganze läuft extrem gut. Sie sehen, so ist das Restaurant eingerichtet worden. Hier alles aus alten Kartons von, also Holzkartons von Gemüse. Das Ganze läuft extrem gut. Ich habe es vorhin gecheckt. Sie sehen, es hat schon bei TripAdvisor hier schon immerhin Platz 737 von 2955 Restaurants. Also es schlägt sich ganz gut, wird von den Obdachlosen
obdachlosen Betrieben. Sie machen dort ein eigenes Einkommen. Und es waren natürlich auch große Diskussionen. Dürfen die Obdachlosen dann da eigentlich Alkohol ausschenken und all diese Dinge? Ich erspare es Ihnen. Es ist alles positiv ausgegangen. Es wird Alkohol ausgeschenkt und es läuft sehr gut. Und es ist sozusagen, ich habe jetzt Fotos gemacht, auf denen diesmal mit Absicht keine Menschen drauf sind, weil natürlich ich jetzt auch mit den Obdachlosen zwar gesprochen habe, aber die möchten wirklich nicht gerne hier für Werbezwecke verwendet werden. Die möchten ihre Diskretion auch gewahrt wissen. So ist die Rückseite. Und oben gibt es noch einen Dachgarten und hier gibt es noch einen Dachraum. Sie sehen, das hat der Architekt sehr intelligent genutzt, der nun, weil der so in den Straßenraum reinsteht, für verschiedene Anlässe auch fremdvermietet wird. Das heißt, da wird konsequent ein Einkommen erwirtschaftet für die Obdachlosen, für die Studenten, sodass dieses Haus sich selbst trägt. Dieses nur als kleines Beispiel, wo ich glaube, so können Architekten auch mal zeigen, dass sie eben nicht nur irgendwie tolle Fassaden und tolle Gebäude bauen können, sondern dass sie strukturell auch an so einer Stadt wie in Wien was verändern können. Und dieses Projekt ist extrem erfolgreich. Ich zeige jetzt nur noch zum Abschluss, dass sie auch eine eigene sozusagen Werbekampagne gestartet haben. Also das Härteste am Leben auf der Straße ist nicht der Asphalt, sondern von allen ignoriert zu werden. Und ich denke, das können wir im übertragenen Sinne auch auf die anderen Probleme der Architektur anwenden und sagen, das Härteste an diesen Slum-Bewohnern ist nicht, dass sie sozusagen dort leben müssen, sondern dass sie einfach kein Architekt dort normalerweise erscheint, um mal auch bestimmte Lösungen in die Hand zu nehmen. Und mit diesen Beispielen, das waren jetzt, glaube ich, 5 oder 7 von den ungefähr 50, die ich Ihnen hätte erzählen können, möchte ich es jetzt erstmal belassen und hoffe, dass Sie vielleicht noch ein paar gute Fragen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Art von Transfersituation gibt es zwischen Europa und Afrika in einer anderen Sorte, vor allen Dingen eben mit hier mit der TU München. Da möchte ich sozusagen ein bisschen Eigenwerbung hier nochmal machen. Die Kinder, die in diesen Slums wie in Kibera aufwachsen, die finden in der Regel noch irgendeine Form von Grundschulbildung. Die Eltern sorgen dafür, dass sie in irgendeine Grundschule kommen, weil es in Nairobi nicht so schwer ist, eine zu bekommen. Und auch für die Slum-Kinder gibt es da Versorgungsmöglichkeiten. Das Problem ist, dass sie dann danach keine weitere Ausbildung mehr bekommen. Und hier hat ein Soziologe aus Nairobi, Jimmy Kilonzi, hat bei einem Kongress in Nairobi eine Politikerin der Grünen aus Bayern, Ruth Paulig, getroffen und hat gesagt, er möchte gerne was für die Slum-Kinder tun, was den Slum-Kindern die Möglichkeit gibt, nach der Grundschule wenigstens ein Handwerk zu lernen. Ruth Paulig hat gesagt, ich habe jetzt kein Geld zur Hand, aber was wir tun können ist, wenn er ein Grundstück findet, könnte sie einen Architekten vermitteln und vielleicht noch zuschauen, ob sie zusätzliches Sponsoring findet. Gesagt, getan, der Soziologe hat, der irgendwann es leid war, immer nur Bücher über das Leid der anderen zu schreiben, hat gesagt, jetzt packen wir es an, hat mit seiner Frau ein Grundstück draußen vor Nairobi gekauft, hat dem Landeigentümer behauptet, er würde da sein Haus drauf bauen, hat er so ein bisschen geschwindelt, weil er wusste, dass wenn er dem Landeigentümer sagt, er will da ein Zentrum zur Ausbildung von Slumkindern bauen, dass er das Grundstück vielleicht nicht kriegt. Hat es dann angefangen, sozusagen mit diesem Grundstück, hat er die Ruth Paulig wieder angesprochen, hat gesagt, ich habe jetzt ein Grundstück. Ruth Paulig ist zu Hermann Kaufmann, meinem Kollegen von der TU München gegangen, der hat mit seinen Studenten ein Studentenprojekt draus gemacht, eine Schule zu bauen. Und so ist das Ganze entstanden. Sie sehen jetzt hier die Studenten aus München, die dann gemeinsam mit den Handwerkern und auch den quasi schon bereits den Slum-Kindern aus Nairobi zusammen diese Schule mit errichtet haben. Und das ist Jimmy Kilonzi, der hier, Sie sehen, den habe ich selbst fotografiert, der hier natürlich sagt, das ist ein ganz klarer Weg, um den Kindern zu zeigen, wie geht's weiter, wie können wir da aus diesem sozusagen aus dieser Situation uns selber herausholen. Das sind die Klassenräume für die Schreiner, die da gebaut wurden. Das ist natürlich hier auch sozusagen von mir selbst fotografiert im laufenden Betrieb. Sie sehen, das ist nicht irgendein faules Versprechen von irgendeiner
Organisation, sondern das ist wirklich im Betrieb. Und hier hat man festgestellt, jetzt nachdem das so gut läuft, dass Jimmy Kilonzi mit dem Landeigentümer, der ihm das eine Grundstück verkauft hat, jetzt, der ist so begeistert von dem Projekt, dass er ihm das andere sozusagen auch noch zu einem Sonderpreis angeboten hat. Und diese Schule wird jetzt verdoppelt. Und Hermann Kaufmann wird jetzt, wie sie da als Gemeinschaft auch was bewirken können. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. So, und jetzt machen wir mal den Sprung quasi weg von Afrika. Jetzt komme ich noch mit drei Beispielen, die jetzt sozusagen nicht in Entwicklungsländern sind, sondern eigentlich schon eher industrialisierten Ländern oder auch in Europa liegen, damit Sie sehen, das geht nicht nur darum um Entwicklungshilfe, sondern es geht darum um die Rolle des Architekten in unserer globalen Gesellschaft, und die kann man auch an anderen Orten wahrnehmen. Hier zum Beispiel möchte ich jetzt in den nächsten paar Minuten noch schnell was erzählen über diese Projekte in Chile. Hier hat ein Architekt, Alejandro Aravena, gesagt, wie können wir sozialen Wohnungsbau in der Zukunft neu denken. Die Stadt Iquique, die liegt ungefähr 3 Stunden nördlich von der Hauptstadt in Chile, die haben dort ein Programm aufgelegt, haben gesagt, wir wollen sozialen Wohnungsbau auflegen, wir haben aber im Grunde nur für Grundstück und Haus, wir können den Bewohnern, den zukünftigen Bewohnern nur $5,000 anbieten. Der Architekt hat erstmal gesagt, $5,000, da fehlt wohl eine Null. Und hat die Stadt gesagt, nee, mehr kann es nicht geben, wir wollen für 100 Familien jeder $5,000 Kredit geben und dafür sollen die ein Haus bekommen. Alejandro Aravena hat, der diese Firma Elemental gegründet hat, gesagt, okay, jetzt muss ich mal nachdenken. Ein ganzes Haus geht nicht für $5,000, dann bauen wir einfach ein halbes Haus. Warum ein halbes Haus? Sie sehen, das sind die, sozusagen die Diskussionen, die er hier geführt hat mit den zukünftigen Bewohnern. Er hat gesagt, ein halbes Haus, das ist also hier im Grunde die halbe Konstruktion, ist jeweils ein Haus, immer unten bekommt jemand ein Element, oben bekommt jemand ein Element und das führt dann hinauf. Er hat gesagt, dieses Haus, wir bauen nur, Sie sehen jetzt, ich verkürze es ein bisschen, wir bauen nur die rohe Konstruktion. Die Menschen bekommen eine Konstruktion, die, wenn sie bis zu dieser Höhe reicht, auch die normale Erdbebensicherheit gewährleistet. Alles andere ist so gebaut worden, dass die Menschen, die da einziehen, sich das Haus selbst ausbauen können. Da sind nicht mal ein Badezimmer drin, nicht mal eine Badewanne. Er sagt, die Menschen, die in diesen sozial schwachen Regionen leben, die kennen immer jemanden, der ihnen das zu einem günstigeren Preis macht, als wir das als Architekten tun können. Und zum anderen, sie können es dann selbst nach ihren Wünschen und Möglichkeiten gestalten. Und was ich Ihnen jetzt zeige, wenn Sie jetzt genau aufpassen, ist sozusagen, so sahen die Häuser aus, bevor sie an die Bewohner, diese 100 sozusagen Musterbewohner, übergeben wurden. Und so sah es dann nach wenigen Monaten aus. Die Menschen haben sofort, sind die zum Baumarkt gegangen, haben sich die Träger geholt, haben das ausgebaut, haben Zimmer eingebaut, die sie dann vermieten konnten, haben von der Miete, die sie eingenommen haben, wiederum ihre Kredite abbezahlt. Und am Ende waren die meisten dieser 100 Wohnungen nach weniger als 5 Jahren architektengesteuerte und, würden wir mal sagen, kulturell vorbedacht. Das Wachstum, sondern was Sie hier sehen, ist die Statistik der Slum Population, also der Menschen, die in informellen, wie das heute im Architekturbereich immer gern genannt wird, in informellen Siedlungen leben, also das, was wir früher Slums oder Favelas genannt haben. Und Sie sehen, dass es hier Länder gibt, ich sag mal hier in Namibia oder auch hier in Nigeria, wo bis zu 2/3 der Bevölkerung in Slums leben. Also hier, auch hier, keine Rede von Architektur, trotzdem schaffen sich die Menschen ihre eigenen Behausungen, weil sie in die Städte ziehen und dort gar keine Systeme für sie vorhanden sind. Und jetzt noch 2, 3 weitere kleinere Bilder zur Abschreckung, bevor ich dann Ihnen sozusagen zum positiven Teil komme. Also hier nochmal eine dieser neuen Städte, die in Angola gerade gebaut wurden. Das ist die Stadt, eine Vorstadt von in der Nähe von Angola, von Angolas Hauptstadt in Quilamba. Diese neue Stadt ist für 200.000 Einwohner geplant und ist komplett für das Erdöl, was Angola nach China liefert, von chinesischen
Planern und Ingenieuren für Angola gebaut worden. Und auch hier, würde ich sagen, ist von Architektur nicht die Rede. Und es ist eine, sozusagen, da ist kein Geldfluss gewesen, sondern das Öl ist nach China gegangen und die Häuser sind sozusagen mit dem Material aus China, mit den Arbeitern aus China dort in Angola gebaut worden für einen Mittelstand, den es in Angola gar nicht gibt. Das heißt, hier sind für 200.000 Menschen Wohnungen gebaut worden, die noch nicht mal jetzt nach einigen Jahren noch nicht mal zu 10% bewohnt sind, weil sich die Menschen in Angola diese Wohnungen gar nicht leisten können. Also auch hier ein Fall von Fehlplanung, der einfach sicherlich auch zu vermeiden wäre, wenn man hier Architekten im Vorfeld vielleicht mal ein bisschen um Rat fragt. Die Grenzen zwischen dem formellen, also zwischen dem geplanten, von Architekten vielleicht auch, vielleicht manchmal mehr oder weniger schön geplanten Gebäuden und Stadtteilen und den anderen Teilen, der informellen Teilen, die sind also hier die Favela, hier in Paraisopolis, in Sao Paulo. Auch in Sao Paulo gibt es geschätzt ungefähr 15-20% der Bewohner, die von den ungefähr 15 Millionen Einwohnern, die in Favelas leben. Und manchmal leben sie eben nicht weit draußen vor der Stadt, sondern wie Sie hier sehen, das ist ein Bereich, den ich auch besucht habe, leben sie direkt in der Stadt und die sozusagen Einwohner Sao Paulos, die sich hier leisten können, in einem Hochhaus, wie Sie es hier sehen, jeder auf seinem Balkon einen eigenen Pool zu haben. Die haben natürlich die Menschen, die ihnen den Pool in der Nähe, also gar nicht weit. Es ist alles lokal gewonnen, mit den Frauen gearbeitet worden. Und was Sie hier sehen, sind eben nur als Beweis, das war jetzt wirklich 3 Wochen vor der Eröffnung, die Frauen, die ich da gesehen habe, da waren nur 2 Männer auf der ganzen Baustelle. Das machen wirklich die Frauen selbst. Und was sie dort lernen, ist, zu bauen, ihr eigenes Zentrum zu bauen, das dann zu übernehmen. Und Sie sehen, das sind jetzt Fotos, die ich dann bekommen habe von später. Das sind die ersten Sitzungen, die Sie da haben. Das greift, das funktioniert. Die Frauen werden jetzt nicht, wenn da mal etwas kaputt ist an der Wand, die werden dann nicht sagen, ich rufe mal bei der Architektin in Amerika an, damit die uns da hilft, das zu reparieren. Sie können es selbst reparieren, sie können es selbst auch wieder Ziegel nachbauen, wenn sie dieses Ding erweitern oder vergrößern wollen. Sie haben etwas gelernt, was ihnen sozusagen Hilfe durch Selbsthilfe, hat man früher gesagt, hier wirklich in einem architektonischen Bereich sehr effektiv und sehr erfolgreich. Was da gemacht wurde, ist, dass eben die Frauen auch hier an dieser Straße, das ist die Straßensituation, eine kleine Marktsituation haben. Das heißt, sie können ihre Produkte, die sie erzeugt haben, dort auf dem Markt verkaufen. Und dieser Markt ist sozusagen, die Marktstände können auch verkauft oder vermietet werden an Händler, die von außen kommen. Da entsteht eine eigene Ökonomie. Und diese Ökonomie beginnt jetzt, also gut ein Jahr, nachdem dieses Zentrum eröffnet ist, zu greifen. Die Frauen haben Jobs, die haben inzwischen sozusagen unter richten schon die nächste Generation, es geht jetzt weiter und damit ist, glaube ich, auch etwas geschaffen, wo man zeigen kann, dass Architektur mehr ist als nur eine schöne Form, sondern hier ist es wirklich eine Funktion, die als Prozess den Menschen weiter nach vorne bringt. Drittes Beispiel, nochmal Afrika und dann komme ich noch zu dem vierten. Wir sind jetzt in Kenia. Das ist einer der größten Slums, wenn Sie das hier sehen. Das ist in der Mitte von Nairobi, hier ein Slum von ungefähr, sagen wir mal, 2,5 Quadratkilometer Fläche. Hier leben auf, also außenrum sind ganz normale Wohnbebauungen. Hier leben in diesem Slum ungefähr geschätzt, kein Mensch kann es zählen, da gibt es keine Volkszählungen, ungefähr 650.000 Menschen. Und jetzt stellen Sie sich mal eine Stadt vor, ungefähr von der Größe Frankfurts, ohne elektrische Versorgung, ohne Wasserversorgung und ohne, natürlich das Schlimmste, ohne Abwasserversorgung. Stellen Sie sich mal vor, wie eine Stadt von Frankfurt, wenn sie jetzt von heute auf morgen den Strom, das Wasser und das Abwasser sozusagen abknipsen würden vom Netz. Dieser Slum Kibera sieht so aus, wenn Sie da sozusagen drüber fliegen, ist gar nicht weit vom Flughafen, kann man es von oben erkennen. Und so sieht es dann da aus, wenn man da hineingeht. Wer von Ihnen war schon mal in einem Slum? Mal Hand hoch. Immerhin, doch einige. Gut, dann muss ich sagen, hier in diesem Saal sprechen zu dürfen, hat 3 Jahre gedauert, bis ich zu dieser Ehre gekommen bin, aber ich freue mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen und Ihnen heute Abend ein bisschen über dieses Thema, was mich jetzt seit ungefähr 5 Jahren umtreibt,
zu berichten. Ein Thema, an dem ich ausstellend und forschend weiter arbeite, auch in der Zukunft. Und ich möchte Sie da von verschiedenen Seiten her einführen, um eine generelle Frage zu erörtern, nämlich welche Rolle spielt Architektur heute für unsere globale Gesellschaft, also nicht nur für uns, die wir hier in München vielleicht in den gut situierten Wohnungen sitzen, die wir alle ganz gemütlich finden, sondern vielleicht auch, welche Rolle spielt die Architektur für jenen anderen Teil der Menschheit, der im Augenblick vielleicht weniger gute Behausungen hat. Ich möchte den Abend mit einer ganz generellen Frage beginnen. Welche Relevanz, und ich meine damit soziale, gesellschaftliche Relevanz, hat die Disziplin Architektur heute in unserer globalen Gesellschaft? Wenn Sie ins Fernsehen schauen, wenn Sie Architekturmagazine öffnen, ob es jetzt populäre oder Fachmagazine sind, dann sehen Sie natürlich sehr häufig eine Architektur, die da präsentiert wird, die glanzvoll ist, die sehr große Rekorde feiert, immer höhere Wolkenkratzer, wie etwa hier Burj Dubai oder andere Meisterleistungen der Architektur, wie sie in den Magazinen auftauchen. Also hier nur ein kleiner Querschnitt, den ich jetzt mal sozusagen so bei uns in der TU-Bibliothek mal so rausgegriffen habe, von sozusagen Fachmagazinen wie Arch Plus über hier Architectural Digest, eher so eine Art von populäres Magazin. Und Sie sehen hier überall Gebäude, die funkeln, strahlen, ikonischen Charakter entwickeln, die dann sozusagen als Marke auch verkauft werden können, damit sie ganz viel Erfolg feiern. Aber was Sie hier auf diesen Bildern nicht sehen, wenn Sie vielleicht auch gleich bemerkt haben, sind Menschen. Für wen werden diese Gebäude denn eigentlich gebaut? Also hier oben gebe ich jetzt zu, da sind zwei sozusagen Statisten eingebracht, aber sonst, wenn Sie die anderen Magazine anschauen, dann ist es wirklich verblüffend, dass in der Regel keine Menschen auf diesen Bildern drauf sind. Ich war im letzten Jahr bei einer Jury für den BDA-Preis, ist heute ein Muster von Erziehung und sozusagen guter Bildung geworden. Und das ist alles, hat das mit Architektur zu tun und mit einem Architekten zu tun, der nicht gewartet hat auf seinen Auftrag, sondern losgegangen ist und gesagt hat, ich muss was tun, um an dieser Stelle tatsächlich was zu verändern. Und das nächste, was jetzt gerade im Bau ist, ist ein Zentrum für die Frauen. Die Männer dieses Dorfes, das weiß Francis als inzwischen der quasi Dorfälteste, weil sein Vater inzwischen verstorben ist. Die Männer sind meistens im Ausland, die Frauen sind aber zuständig für den Ackerbau, die sind zuständig auch für die Kinderpflege, die sind auch zuständig für die Gesundheit der Dorfbewohner. Das heißt, was fehlt, ist, dass man auch den Frauen eine Art von Grundbildung gibt. Und hier hat sich Francis jetzt sozusagen, das ist jetzt der fünfte oder sechste Schritt inzwischen, dazu entschlossen, hier ein Frauenzentrum zu bauen. Was Sie hier sehen, sind diese wunderbaren Gefäße, die die Frauen aus Lehm machen, um dort ihre Hirse und die anderen Produkte, die Erdnüsse dort zu speichern. Und diese Speicher werden sozusagen jetzt in das Frauenzentrum mit eingebaut, sodass die Frauen ein Zentrum haben, an dem sie auch Unterricht bekommen in besserer Ackerbau und anderen Dingen und zugleich auch vielleicht lesen und schreiben und rechnen lernen können, weil die gehen ja nicht mehr auf die Grundschule zurück. Also dieses alles ist ein System, was Francis Carré aufgebaut hat, und dieses System führt jetzt eben dazu, Sie sehen, das sind die ganzen Dorfstrukturen, wie sich die sich entwickelt haben, führen dazu, dass die Ausstellung, die ich in München gezeigt habe mit Architecture, sogar hier, also ich sage es jetzt nur an einem Beispiel, hier zu ganz konkreten Folgen geführt hat. Eine private Familie hier aus München hat sich entschlossen, Francis Carré für ein Schulprojekt in Burkina Faso, wo sie auch schon gute Beziehungen hatten, zu gewinnen. Und Sie sehen jetzt hier Francis mit dieser Münchner Dame, die zusammen mit ihrem Ehemann eine ganze Schule für Kudugu, das ist ungefähr 150 Kilometer von Francis Dorf entfernt,
gesponsert hat. Und Francis ist jetzt, dieses Foto ist jetzt keine 3 Monate alt. Im Grunde, dieses Projekt ist gerade im Rohbau und soll im September eröffnet werden. Also hier ist aus einem Projekt ein etwas gewachsen, was immer weitere Ringe schlägt und immer weitere Folgen hat. Und ich denke, das ist sozusagen jetzt mal dieses Musterbeispiel, von dem ich zeigen möchte, so kann Architektur eben auch Menschen, ganze Gesellschaften dauerhaft verändern und sagen wir mal zu einem Guten und zu einer besseren Chance führen. Ich gehe jetzt durch einige andere Projekte weiter. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Projekte aus Afrika, nicht weil ich nur über Afrika sprechen möchte, sondern weil es da sehr gute Beispiele gibt, und zeige Ihnen dann später auch noch einige aus Europa und Nordamerika, damit Sie sehen, es geht jetzt nicht nur darum, dass Architekten nach Afrika gehen sollten, sondern es geht ums Prinzip, wie kann ein Architekt auch an der gesellschaftlichen Situation etwas verändern. Das zweite Beispiel in Ruanda, kulturell vorbedachtes Wachstum, sondern was Sie hier sehen, ist die Statistik der Slum Population, also der Menschen, die in informellen, wie das heute im Architekturbereich immer gern genannt wird, in informellen Siedlungen leben, also das, was wir früher Slums oder Favelas genannt haben. Und Sie sehen, dass es hier Länder gibt, ich sag mal hier in Namibia oder auch hier in Nigeria, wo bis zu 2/3 der Bevölkerung in Slums leben. Also hier, auch hier keine Rede von Architektur, trotzdem schaffen sich die Menschen ihre eigenen Behausungen, weil sie in die Städte ziehen und dort gar keine Systeme für sie vorhanden sind. Und jetzt noch 2, 3 weitere kleinere Bilder zur Abschreckung, bevor ich dann Ihnen sozusagen zum positiven Teil komme. Also hier nochmal eine dieser neuen Städte, die in Angola gerade gebaut wurden. Das ist die Stadt in Vorstadt von in der Nähe von Angola, von Angolas Hauptstadt in Quilamba. Diese neue Stadt ist für 200.000 Einwohner geplant und ist komplett für das Erdöl, was Angola nach China liefert, von chinesischen Planern und Ingenieuren für Angola gebaut worden. Und auch hier würde ich sagen, ist von Architektur nicht die Rede. Und es ist eine sozusagen, da ist kein Geldfluss gewesen, sondern das Öl ist nach China gegangen und die Häuser sind sozusagen mit dem Material aus China, mit den Arbeitern aus China dort in Angola gebaut worden für einen Mittelstand, den es in Angola gar nicht gibt. Das heißt, hier sind für 200.000 Menschen Wohnungen gebaut worden, die noch nicht mal jetzt nach einigen Jahren noch nicht mal zu 10% bewohnt sind, weil sich die Menschen in Angola diese Wohnungen gar nicht leisten können. Also auch hier ein Fall von Fehlplanung, der einfach sicherlich auch zu vermeiden wäre, wenn man hier Architekten im Vorfeld vielleicht mal ein bisschen um Rat fragt. Die Grenzen zwischen dem Formellen, also zwischen dem geplanten, von Architekten vielleicht auch, vielleicht manchmal mehr oder weniger schön geplanten Gebäuden und Stadtteilen und den anderen Teilen, der informellen Teilen, die sind also hier die Favela, hier in Paraisopolis, in Sao Paulo. Auch in Sao Paulo gibt es geschätzt ungefähr 15-20% der Bewohner, die von den ungefähr 15 Millionen Einwohnern, die in Favelas leben. Und manchmal leben sie eben nicht weit draußen vor der Stadt, sondern wie Sie hier sehen, das ist ein Bereich, den ich auch besucht habe, leben sie direkt in der Stadt und die sozusagen Einwohner Sao Paulos, die sich hier leisten können, in einem Hochhaus, wie Sie es hier sehen, jeder auf seinem Balkon einen eigenen Pool zu haben. Die haben natürlich die Menschen, die ihnen den Pool säubern und ihren Garten schneiden müssen. Ich war im letzten Jahr bei einer Jury für den BDA-Preis in Berlin. Und dort gab es einen ersten Rundgang durch 90 Projekte, die dort auf quasi großen Paneelen Fotos erstmal präsentiert wurden. Und dann nach dem ersten Rundgang war die Frage an mich als externen Jurymitglied, was ist Ihr erster Eindruck? Und ich sagte erstmal zu der Jury, die fast vom Stuhl fiel, sagte, ich finde es verheerend. Hier sind Schulen, hier sind Kindergärten, hier sind Sportplätze, hier sind Krankenhäuser, hier sind Gebäude, 93 Gebäude waren im Wettbewerb, wie gesagt, und auf keinem dieser Fotos ist ein Mensch zu sehen. Für wen, liebe Architekten, plant ihr eigentlich? Und das war natürlich ein ziemlich starker Moment, aber es ging natürlich dann auch in eine gute Diskussion. Und ich will dieses Thema jetzt gar nicht zu sehr vertiefen und auch nicht zu pauschal behandeln. Es gibt natürlich
qualitätvolle Architektur, die gibt es auch hier in München, die gibt es auch an anderen Stellen, aber es gibt natürlich auch dieses, was Sie alle kennen, im Grunde dieser Wohnungsmarkt, der jetzt hier am Beispiel Amerika mal zu zeigen, eigentlich ja auch mit der Auslöser war, dass die Wirtschaftskrise von 2008 ausgebrochen ist, weil Wohnungen, diese Einfamilienhäuser zu einer Art von Spekulationsobjekt gekommen sind. Hier hat natürlich der Architekt im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Das sind Grundmuster, die hier einfach von Immobilienentwicklern über irgendwelche Ingenieure weiter verkauft werden. Und daraus ist dieser Markt entstanden, der dann fatal zusammengebrochen ist. Und die anderen Bilder kennen Sie auch. Die Bilder der Favelas, der informellen Siedlungen, ob jetzt in Lateinamerika oder in Indien, ob in Afrika oder in anderen Kontinenten, diese Häuser, die Menschen sich selbst erbauen, an den Hängen folgend, den Materialien, die sie selbst quasi transportieren können, ein Sack Zement und ein paar Ziegel kann man sich gemeinsam auf so einen Berg hinaufschleppen, auf dem es keine Straßen gibt und kann man sich die selbst errichten. Hier werden sie natürlich auch vergeblich nach einem Architekturbüro suchen, das hier irgendwo tätig wäre, weil das sind natürlich Gebäude, die sich die Menschen selbst bauen, weil hier Architekten weit und breit nicht zu sehen sind. Warum sind sie dann nicht? Weil es hier natürlich keinen Markt gibt, hier gibt es keinen Auftraggeber, deswegen ist hier auch kein Architekt und deswegen bauen sich die Menschen ihre Häuser dort selbst. Sie wissen es auch aus vielen Fernsehsendungen, Zeitungsberichten, die Zukunft dieses Planeten ist eine Zukunft, die sehr stark in den Städten stattfinden wird. Das urbane Wachstum, ich zeige Ihnen hier nur als sozusagen eine von vielen möglichen Folien, das urbane Wachstum, also 5% pro Jahr und mehr, das sehen Sie, wo das stattfindet. Daher noch ganz kurz Ihnen als beispielhafte Exempel zeigen und Ihnen ein bisschen erläutern, worum es da ging. Diese Ausstellung war im MoMA ein großer Erfolg und hat letztlich auch ein bisschen dazu geführt, dass im MoMA und auch in der Öffentlichkeit in New York darüber nachgedacht wurde, ob nicht vielleicht wirklich der Begriff von Architektur an manchen Ecken vielleicht nochmal neu überlegt werden muss. Ich zeige Ihnen hier einen kleinen Blick in die Ausstellungsräume. Und die 12 Beispiele, die ich dort gezeigt habe, waren natürlich nur eine sehr reduzierte, eine sehr eingeschränkte Zahl von Beispielen. Ich hatte in dem Vorfeld über 2 Jahre, 3 Jahre zusammen mit 2 Mitarbeitern sehr viele Projekte weltweit recherchiert, ausgesucht und bin auch in vielen Fällen hingefahren, um mir die Projekte anzusehen. Denn wie Sie alle wissen, Architekturprojekte, die Sie von Architekten in Magazinen oder in der Zeitung sehen, sehen unter Umständen in der Realität ganz anders aus und das, was ein Architekt verspricht, hält ja oft in der Realität nicht stand. Deswegen war mein Anspruch auch zu sagen, ich muss diese Projekte in der Realität sehen, wie sie funktionieren und ob sie funktionieren, um dann entscheiden zu können, sind sie es denn wert, ausgestellt zu werden. Diese große Zahl, die ich gefunden habe, habe ich eben reduziert auf die 12 und nachdem die Ausstellung dann ein sehr großer Erfolg war, habe ich natürlich von verschiedenen Seiten die Anfragen bekommen und da hieß es, ja, es gab doch sicherlich noch mehr Beispiele und die habe ich dann in einem Buch, Moderators of Change, dann sozusagen erweitert und da waren dann statt 12 schon mal 25 Projekte drin, viele davon, die ich nicht in der Ausstellung auch gezeigt habe und viele noch zusätzlich, die dazugewachsen waren und diese nachhaltige Interesse an dem Thema hat dann dazu geführt, dass das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt und das Architekturzentrum in Wien, die beide gesagt haben, wir wollen auch eine ähnliche Ausstellung haben und daraus haben wir dann noch eine zweite Ausstellung gemacht mit einer eigenen Publikation, Think Global, Build Social. Diese Ausstellung hatte dann wiederum 20 Projekte, die wieder zum Teil neu dazugewachsen waren und sozusagen, um jetzt diese Geschichte der Ausstellungen abzuschließen, diese Ausstellung wird jetzt nun, nachdem sie in 2 Orten in Frankfurt und in Wien gezeigt worden war, wird sie nun noch an 20 weiteren Standorten in einer reduzierten Form vom Goethe-Institut weltweit gezeigt, also von Kairo bis Riga, von Johannesburg bis, ich weiß nicht, irgendwo Kanada, wird diese Ausstellung weiter touren, also das Thema ist offensichtlich hat ein großes Interesse inzwischen gefunden.
Ich habe es einmal hier in München, dann als ich hier kam, 2013, auf eine ganz spezielle Fragestellung etwas Landkarte, kein Mensch finden konnte, ist heute ein Muster von Erziehung und sozusagen guter Bildung geworden. Und das ist alles, hat das mit Architektur zu tun und mit einem Architekten zu tun, der nicht gewartet hat auf seinen Auftrag, sondern losgegangen ist und gesagt hat, ich muss was tun, um an dieser Stelle tatsächlich was zu verändern. Und das Nächste, was jetzt gerade im Bau ist, ist ein Zentrum für die Frauen. Die Männer dieses Dorfes, das weiß Francis als inzwischen der quasi Dorfälteste, weil sein Vater inzwischen verstorben ist. Die Männer sind meistens im Ausland, die Frauen sind aber zuständig für den Ackerbau, die sind zuständig auch für die Kinderpflege, die sind auch zuständig für die Gesundheit der Dorfbewohner. Das heißt, was fehlt, ist, dass man auch den Frauen eine Art von Grundbildung gibt. Und hier hat sich Francis jetzt sozusagen, das ist jetzt der fünfte oder sechste Schritt inzwischen, dazu entschlossen, hier ein Frauenzentrum zu bauen. Was Sie hier sehen, sind diese wunderbaren Gefäße, die die Frauen aus Lehm machen, um dort ihre Hirse und die anderen Produkte, die Erdnüsse dort zu speichern. Und diese Speicher werden sozusagen jetzt in das Frauenzentrum mit eingebaut, sodass die Frauen ein Zentrum haben, an dem sie auch Unterricht bekommen in besserer Ackerbau und anderen Dingen und zugleich auch vielleicht lesen und schreiben und rechnen lernen können, weil die gehen ja nicht mehr auf die Grundschule zurück. Also dieses alles ist ein System, was Francis Carré aufgebaut hat, und dieses System führt jetzt eben dazu, Sie sehen, das sind die ganzen Dorfstrukturen, wie sich die sich entwickelt haben, führen dazu, dass die Ausstellung, die ich in München gezeigt habe mit Architecture, sogar hier, also ich sage es jetzt nur an einem Beispiel, hier zu ganz konkreten Folgen geführt hat. Eine private Familie hier aus München hat sich entschlossen, Francis Carré für ein Schulprojekt in Burkina Faso, wo sie auch schon gute Beziehungen hatten, zu gewinnen. Und Sie sehen jetzt hier Francis mit dieser Münchner Dame, die zusammen mit ihrem Ehemann eine ganze Schule für Kudugu, das ist ungefähr 150 Kilometer von Francis Dorf entfernt, gesponsert hat. Und Francis ist jetzt, dieses Foto ist jetzt keine 3 Monate alt. Im Grunde, dieses Projekt ist gerade im Rohbau und soll im September eröffnet werden. Also hier ist aus einem Projekt ein etwas gewachsen, was immer weitere Ringe schlägt und immer weitere Folgen hat. Und ich denke, das ist sozusagen jetzt mal dieses Musterbeispiel, von dem ich zeigen möchte, so kann Architektur eben auch Menschen, ganze Gesellschaften dauerhaft verändern und sagen wir mal zu einem Guten und zu einer besseren Chance führen. Ich gehe jetzt durch einige andere Projekte weiter. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Projekte aus Afrika, nicht weil ich nur über Afrika sprechen möchte, sondern weil es da sehr gute Beispiele gibt, und zeige Ihnen dann später auch noch einige aus Europa und Nordamerika, damit Sie sehen, es geht jetzt nicht nur darum, dass Architekten nach Afrika gehen sollten, sondern es geht ums Prinzip, wie kann ein Architekt auch an der gesellschaftlichen Situation etwas tun, die sehr stark in den Städten stattfinden wird. Das urbane Wachstum, ich zeige Ihnen hier nur als sozusagen eine von vielen möglichen Folien, das urbane Wachstum, also 5% pro Jahr und mehr, das sehen Sie, wo das stattfindet. Und wir sind natürlich hier in Europa in der Situation, dass unsere Städte nur noch sehr langsam wachsen, wenn überhaupt. Und andererseits haben wir dieses Problem, dass an verschiedenen Bereichen, da müssen wir gar nicht so weit schauen hier von München aus, dass auch schon ganze Landstriche komplett verweisen, weil eben auch hier letztlich wir mit dem System mit dem Problem der Shrinking Cities zu tun haben, dass unsere Städte eher schrumpfen an vielen Bereichen, nur einige Städte wachsen. So wie hier in München vielleicht. Dieses Wachstum ist aber eben auch ein Wachstum, was nicht kontrolliert wird durch Planung, durch von Architekten gesteuerte und, würden wir mal sagen, kulturell vorbedachtes Wachstum, sondern was Sie hier sehen, ist die Statistik der Slum Population, also der Menschen, die in informellen, wie das heute im Architekturbereich immer gern genannt wird, in informellen Siedlungen leben, also das, was wir früher Slums oder Favelas genannt haben. Und Sie sehen, dass es hier Länder gibt, ich sage mal hier in Namibia oder auch hier in Nigeria, wo bis zu 2/3 der Bevölkerung in Slums leben. Also hier, auch hier keine Rede von Architektur, trotzdem schaffen sich die Menschen ihre eigenen Behausungen, weil sie in die Städte ziehen und dort gar keine Systeme für sie vorhanden sind. Und jetzt noch
zwei, drei weitere kleinere Bilder zur Abschreckung, bevor ich dann Ihnen sozusagen zum positiven Teil komme. Also hier nochmal eine dieser neuen Städte, die in Angola gerade gebaut wurden. Das ist die Stadt, eine Vorstadt von in der Nähe von Angola, von Angolas Hauptstadt in Quilamba. Diese neue Stadt ist für 200.000 Einwohner geplant und ist komplett für das Erdöl, was Angola nach China liefert, von chinesischen Planern und Ingenieuren für Angola gebaut worden. Und auch hier würde ich sagen, ist von Architektur nicht die Rede. Und es ist eine sozusagen, da ist kein Geldfluss gewesen, sondern das Öl ist nach China gegangen und die Häuser sind sozusagen mit dem Material aus China, mit den Arbeitern aus China dort in Angola gebaut worden für einen Mittelstand, den es in Angola gar nicht gibt. Das heißt, hier sind für 200.000 Menschen Wohnungen gebaut worden, die noch nicht mal jetzt nach einigen Jahren noch nicht mal zu 10% bewohnt sind, weil sich die Menschen in Angola diese Wohnungen gar nicht leisten können. Also auch hier ein Fall von Fehlplanung, der einfach sicherlich auch zu vermeiden wäre, wenn man hier Architekten im Vorfeld vielleicht zielte. Kluge Planung und eben nicht mit der Absicht, ein eigenes neues Projekt hinzustellen, sondern das alte zu bewahren, eigentlich eine kluge Lösung gefunden. Und jetzt noch das letzte Beispiel, noch etwas näher dran. Wir sind hier sozusagen jetzt in Wien. Hier gab es ein Haus aus dem Biedermeier, 17. Jahrhundert, was unter Denkmalschutz stand und über 30, 40 Jahre so aussah, wie Sie es hier sehen. Es konnte kein Investor damit etwas anfangen, weil hier unten haben Sie 2,30 Meter Deckenhöhe, dann haben Sie hier nur noch 2,20 Meter und hier nur noch 1,80 Meter Deckenhöhe. Und hier wollte kein Investor dieses Haus haben, weil hier kein Architekt kann an so einem denkmalgeschützten Haus etwas machen. Was ist passiert? Der Architekt Alexander Hagner, der sich seit über viele Jahre mit dem sozialen Bauen beschäftigt hat, ist zu einem großen Immobilienentwickler gegangen, von dem er wusste, dass er immer schon bestimmte soziale Spenden gegeben hat, gesagt, jetzt sollst du nicht Geld spenden, sondern kauf dieses Ding und ich baue es dir um. Was hat er gemacht? Er hat dieses Projekt Vinci-Rast, das ist ein sozusagen Vinci-Rast, das ist schon ein Begriff, den gibt es in Österreich schon länger, die kümmern sich um Obdachlose und er hat mit dieser Organisation Vinci-Rast zusammen ein Projekt entwickelt, Sie sehen es jetzt nach der Fertigstellung, wo hier unten sozusagen ein Restaurant, das sehen Sie gleich, eingebaut wurde, was von Obdachlosen betrieben wird. Er hat Studenten, die in Wien genauso händeringend Wohnungen suchen wie hier in München, Studenten dazu ermuntert, zusammen mit den Obdachlosen Wohngemeinschaften einzugehen. Und das ist da passiert. Das ist jetzt sozusagen ein Wohngemeinschaftshaus zwischen Obdachlosen und Studenten. Beide zahlen die gleiche Miete für den Anteil an der Wohngemeinschaft, damit die Studenten die Obdachlosen auch anständig behandeln und nicht sagen, geh doch du mal abwaschen, du zahlst hier eh nichts. Also sie zahlen das Gleiche. Die Obdachlosen haben jetzt nun eine Adresse, mit der sie auch wieder plötzlich irgendwo mal Arbeit anmelden können oder sowas finden können. Und das Ganze läuft extrem gut. Sie sehen, so ist das Restaurant eingerichtet worden. Hier alles aus alten Kartons von, also Holzkartons von Gemüse. Das Ganze läuft extrem gut. Ich habe es vorhin gecheckt. Sie sehen, es hat schon bei TripAdvisor hier schon immerhin Platz 737 von 2955 Restaurants. Also es schlägt sich ganz gut, wird von den Obdachlosen betrieben. Sie machen dort ein eigenes Einkommen. Und es waren natürlich auch große Diskussionen. Dürfen die Obdachlosen dann da eigentlich Alkohol ausschenken und all diese Dinge? Ich erspare es Ihnen. Es ist alles positiv ausgegangen. Es wird Alkohol ausgeschenkt und es läuft sehr gut. Und es ist sozusagen, ich habe jetzt Fotos gemacht, auf denen diesmal mit Absicht keine Menschen drauf sind, weil natürlich ich jetzt auch mit den Obdachlosen zwar gesprochen habe, aber die möchten wirklich nicht gerne hier für Werbezwecke verwendet werden. Die möchten ihre Diskretion auch gewahrt wissen. So ist die Rückseite. Und oben gibt es noch einen Dachgarten. Und hier gibt es noch einen, sagte erstmal zu der Jury, die fast vom Stuhl fiel, sagt, ich finde es verheerend. Hier sind Schulen. Hier sind Kindergärten, hier sind Sportplätze, hier sind Krankenhäuser, hier sind Gebäude. 93 Gebäude waren im Wettbewerb, wie gesagt, und auf keinem dieser Fotos ist ein Mensch zu sehen. Für wen, liebe Architekten, plant ihr eigentlich? Und das war natürlich ein ziemlich starker Moment, aber es ging natürlich dann auch in eine gute Diskussion. Und ich will dieses Thema jetzt gar nicht zu sehr vertiefen und auch nicht zu pauschal behandeln. Es gibt natürlich qualitätvolle Architektur, die gibt es auch hier in München, die gibt es auch an anderen Stellen. Aber es gibt natürlich auch dieses, was Sie alle kennen,
Im Grunde dieser Wohnungsmarkt, der jetzt hier am Beispiel Amerika mal zu zeigen, eigentlich ja auch mit der Auslöser war, dass die Wirtschaftskrise von 2008 ausgebrochen ist, weil Wohnungen, diese Einfamilienhäuser zu einer Art von Spekulationsobjekt gekommen sind. Hier hat natürlich der Architekt im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Das sind Grundmuster, die hier einfach von Immobilienentwicklern über irgendwelche Ingenieure weiter verkauft werden. Und daraus ist dieser Markt entstanden, der dann fatal zusammengebrochen ist. Und die anderen Bilder kennen Sie auch. Die Bilder der Favelas, der informellen Siedlungen, ob jetzt in Lateinamerika oder in Indien, ob in Afrika oder in anderen Kontinenten. Diese Häuser, die Menschen sich selbst erbauen, an den Hängen folgend, den Materialien, die sie selbst quasi transportieren können. Ein Sack Zement und ein paar Ziegel kann man sich gemeinsam auf so einen Berg hinaufschleppen, auf dem es keine Straßen gibt, und kann man sich die selbst errichten. Hier werden sie natürlich auch vergeblich nach einem Architekturbüro suchen, das hier irgendwo tätig wäre, weil das sind natürlich Gebäude, die sich die Menschen selbst bauen, weil hier Architekten weit und breit nicht zu sehen sind. Warum sind sie dann nicht? Weil es hier natürlich keinen Markt gibt, hier gibt es keinen Auftraggeber, deswegen ist hier auch kein Architekt und deswegen bauen sich die Menschen ihre Häuser dort selbst. Sie wissen es auch aus vielen Fernsehsendungen, Zeitungsberichten, die Zukunft dieses Planeten ist eine Zukunft, die sehr stark in den Städten stattfinden wird. Das urbane Wachstum, ich zeige Ihnen hier nur als sozusagen eine von vielen möglichen Folien, das urbane Wachstum, also 5% pro Jahr und mehr, das sehen Sie, wo das stattfindet. Und wir sind natürlich hier in Europa in der Situation, dass unsere Städte nur noch sehr langsam wachsen, wenn überhaupt. Und andererseits haben wir dieses Problem, dass an verschiedenen Bereichen, da müssen wir gar nicht so weit schauen hier von München aus, dass auch schon ganze Landstriche komplett verweisen, weil eben auch hier letztlich